Ja, huhu und herzlich willkommen wieder hier beim Koali. Und wir spielen heute wieder eine neue Runde Vampire the Masquerade in der fünften Edition mit diesem netten Buch hier. Oh, es ist spiegelverkehrt. Naja, aber ihr wisst, was gemeint ist. Und ja, mit dabei heute fange ich mal unten an. Mit dabei heute der Kakko als Bruce. Den Segen der Nacht. Und der Araiguma als Aisea. Hallo zusammen. Und Feramin als Samantha. Hallo. Last but not least, Lilio als Dr. Angela. Hallöchen. Okay, wir befinden uns in einem Rollenspielsystem, das geprägt davon ist, dass man böse Charaktere spielen soll, denn wir spielen Vampire in der Welt der Dunkelheit. Habt das bitte, wenn ihr schaut, das im Hinterkopf, denn unsere Vampircharaktere sind nicht die allertollsten und nicht die allernettesten Personen dieser Welt. Das bedeutet nicht, dass die Spielerinnen und Spieler so drauf sind. Die sind nämlich sehr umgänglich eigentlich. Bei dem Spielleiter habe ich gehört, soll das nicht so sein, aber naja. Gut. Habt das bitte im Hinterkopf. Und es könnten natürlich auch in der Welt der Dunkelheit kommen immer ein paar Themen vor, die vielleicht für den einen oder anderen keine Rosenblätter-Themen sind, keine Plüschen-Themen und keine schönen Themen. Deswegen spielen wir hier ein Welt der Dunkelheit-Rollenspiel und kein Fantasy-Rollenspiel mit Plüschtieren. Ja, also falls euch irgendwie zwischendurch was nicht gefällt oder so thematisch, dann einfach kurz überspringen oder irgendwas anderes gucken. Kann man durchaus tun. Gibt ja noch genug andere Rollenspiele auf der Welt. So, aber um euch mal kurz zu erklären, wo und was wir hier gerade in einem Setting spielen. Wir befinden uns in einer kleinen Stadt an der Grenze Mexikos in Texas. Und also auf der amerikanischen Seite der Grenze. Und unsere vier Charaktere sind alle Vampire, neu in der Stadt. Alle haben so ihre eigenen Ideen, ihr Unleben zu gestalten und haben beim letzten Mal festgestellt, dass diese kleine Stadt ja gar keine richtige festgezurrte Vampirgesellschaft besitzt, beziehungsweise schon besitzt, aber dass die momentan führerlos ist und es hier auch unter den Menschen auch gerade eine Wahl ansteht zum Bürgermeister und ja, die Mächtigen dieser Stadt, sowohl Vampire als auch Menschen, sind gerade in hellem Aufruhr. Und unsere Vampire haben, zumindest drei davon, haben einen Auftrag bekommen, von einer mächtigen, wer weiß das schon, also einer Vampirin, die vorgegeben hat, sie hätte was zu sagen, dass sie sich doch mal um die Bürgermeisterwahl kümmern sollen. Denn das wäre für die Camarilla vor Ort eine wichtige Wahl bei den Menschen und man sollte doch dafür sorgen, dass der amtierende Bürgermeister doch wiedergewählt wird. Das große Problem an der Sache ist allerdings, dass der gerade in den Umfragen zurückliegt, und auch anscheinend ein bisschen merkwürdige Entscheidungen politisch getroffen hat in den letzten Monaten, die ihn etwas Ansehen gekostet haben. Aber unsere Vampire sind trotzdem ganz frohen Mutes, dass sie das innerhalb von wenigen Tagen, die ihnen bleiben, noch umdrehen können. Und sie sind auch bereit dafür, alles Mögliche zu tun. Und haben sich auch beim letzten Mal vorgenommen, in verschiedene Richtungen zu agieren. Das werden wir dann heute wahrscheinlich miterleben. Während einer unserer Vampire davon überhaupt gar nichts mitbekommen hat. Der gute Bruce hat davon noch überhaupt gar keine Ahnung. Also vielleicht hat er von der Wahl eine Ahnung und hat auch eine Idee, wen er wählen möchte. Aber ja, wenn er überhaupt zur Wahl geht. Aber er hat dann ganz andere Probleme, denn
Seine Sire wird verfolgt von merkwürdigen, ominösen Gestalten. Und Bruce hat dann beschlossen, dass man den Wohnort wechseln muss und hat sich umgeschaut nach einem Haus, hat sogar was gefunden. Und nach einem neuen Job hat er sich auch umgesehen. Während sein Sire allerdings merkwürdige Dinge hinter seinem Rücken betreibt, von denen Bruce noch gar nicht so richtig ahnt. Obwohl, vielleicht ahnt er was, aber er möchte es nicht wahrhaben. Wer weiß das schon so genau. Und auch das werden wir heute in den nächsten 2,5 Stunden ein bisschen näher beleuchten. Ja, wenn euch interessiert, was genau passiert ist, schaut die letzten Streams einfach an. Das kann man ja schön auf YouTube machen. Da sind sie alle in einer schönen Playlist zusammengefasst und ihr könnt das nach und nach gucken. Aber wir starten heute mal. Wer möchte denn? Gibt es einen freiwilligen Vampir, der unbedingt etwas so zuerst machen möchte, der voller Tatendrang strotzt und sagt, ich möchte heute mal voranschreiten? Ich würde mich natürlich wie immer opfern. Wen wundert's? Ich habe Pläne, große Pläne. Dann erzähl den. Ich baue dir ein Haus. Dann erzähl den Zuschauern mal, was hat Isaiah denn für Pläne? Spießer. Hallo? Bisschen Respekt bitte, was soll denn das jetzt? Entschuldige. Immer diese Zwischenrufe, unqualifizierte. Isaiah hat sich ja. Wir haben uns jetzt quasi zuletzt bei mir im Büro getroffen und hatten entschieden, wir müssen, wie du schon so trefflich erzählt hast, etwas tun, um unseren Auftrag zu erledigen und den aktuell amtierenden Bürgermeister im Amt zu halten. Und Isaiah, ganz der ehemalige Wahlkämpfer und professionelle Problemlöser der oberen Mittelklasse, hat sich überlegt, ich gehe mal zu dem Wahlleiter des Gegenkandidaten und schau mal, was ich da noch so rauskriegen kann, ob ich vielleicht herausfinden kann, ob der etwas Dreck am Stecken hat, ob der vielleicht noch Hilfe braucht. All diese Dinge. Und deshalb möchte ich mich zu, jetzt habe ich vergessen, wie der Kollege heißt. Shane. Nein, verdammt, Shane war der andere. Brian Martinez, genau. Das war der Kollege, zu dem ich möchte. Das ist nämlich der Wahlkampfleiter für Shane Jones. Und Shane Jones ist der Kandidat der Demokraten hier im kleinen Texas. Und den wollen wir ja möglichst von diesem Amt fernhalten. Ganz traditionell. Genannt. Nun, das allererste, was ich mache, ist, es ist ja jetzt quasi der Beginn der Nacht, glaube ich. Ja, wir hatten es ja quasi gerade. Oh ja. Dafür würfel ich einen 1W10 größer 5. Ist das richtig? Ja, größer 6, also 6 und höher. Ja, größer 6. Ja. So. Dann, genau. Ja, dein Hunger steigt nicht. Du reizt das Tier und erwachst, aber bist genauso hungrig wie zuvor. Bei den anderen können wir das ja gleich machen, wenn sie dran sind. Dann haben wir da einen kleinen Überblick drüber.
erinnert mich dran. Und der Chat erinnert mich auch dran. Auch wenn er mich jetzt gerade kurz nicht hören konnte. Ich habe mal wieder vergessen, mich zu entmuten. Ja. Ich werde damit hingehen und ich kleide mich natürlich erstmal an. Schön, Nadelstreifenanzug. Und das nächste, was ich mache, ist, ich nehme mein Telefon in die Hand und rufe bei dem Wahlkampfbüro an. Ja. Okay. Ich stelle mich vor. Guten Tag, mein Name ist Isaiah Williams. Ich bin kürzlich aus New York hierher gezogen und ich wollte mich erkundigen, wie ich sehe, arbeiten Sie am Wahlkampf für Mr. Shane Jones. Und ich wollte mich erkundigen, ob Sie vielleicht noch Hilfe benötigen. Ich bin ein erfahrener Wahlkampfleiter. Ich habe bereits für die unterschiedlichen Kandidaten gearbeitet und ich versuche hier in der Stadt Fuß zu fassen. Vielleicht haben Sie einen kleinen Job übrig, den Sie mir vermitteln könnten. Ja, nachdem du durch zwei, drei Warteschleifen durch bist, lädt man dich ein, dass du vor Ort zum nächsten Treffen der Partei noch kommen sollst. Man stellt dir jetzt nicht in Aussicht, dass du direkt irgendwie als Wahlkampfhelfer ein, weil dafür ist die Kampagne schon zu weit fortgeschritten. Aber man kann immer Leute brauchen, die sich auf den Marktplatz stellen und Flyer verteilen oder von Haus zu Haus gehen und so. Ja. Selbstverständlich. Ich bin mir für nichts zu schade. Ja, wir müssen ja auch. Gut, dass es einen demokratischen Bürgermeister hier gibt. Das ist auch das alles, was ich will. Die Demokraten, die verfolgen mit Herzblut die Ziele, für die ich als Isaiah Williams stehe. Ja. Okay, ich denke, das kostet dich jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Stündchen, bis du da durch bist und dich da durchgefragt hast. Und das gibt uns die Gelegenheit, einmal einen Vampir weiterzuspringen. Wer möchte? Wie sie alle hier schreien. Ja, komm, dann mache ich weiter. Machen wir weiter bei Bruce. Und Bruce erwacht. Hungriger wie zuvor. Verdammt. Ja. Das ist nicht gut. Okay. Kann man das so machen, dass man es auch sieht? Moment. So. Ja. Wie viel Hunger hast du denn jetzt? Drei. Drei Punkte. Oh, das heißt, ja. Das ist ordentlich, ja. Das ist schon, ja. Mhm. Ja, meine doch zumindest, dass ich noch ein Gespräch hatte an dem jetzigen Abend mit dem guten Herr, wie ist es nochmal, Watzlaw? Mhm. Watzlaw? Ich glaube schon. Prnava. Genau, Watzlaw Petnava. Ganz genau. Ich meine, er hatte zuerst noch einen Termin, also ein geschäftliches, einen anderen geschäftlichen Termin, dann sollte ich nach einem Essen, glaube ich, oder so vorbeikommen. Genau, du solltest ihn im Restaurant treffen, ja. Ja. Dann genauso wie am Tag zuvor, wo ich ja die Wohnung besorgt habe, oder wo Bruce die Wohnung besorgt hat für seine Freundin Annie, wird er sich wieder direkt, nachdem er aufgestanden ist, blitzeblank polieren, noch einmal sein bestes Hemd anziehen, also da einmal so ein bisschen, das ist wahrscheinlich über den Tag einmal zum draußen aufgehangen oder so, dann zieht er sich wieder sein bestes Hemd an und fliege und so und macht sich dann auf. Ich glaube, wahrscheinlich ist er auch sehr fokussiert drauf, dass das auch klappt und funktioniert, dass er dann direkt dahin gehen wird. Also vorher auch nichts großartig tun wird. Auch wenn er ziemlichen Hunger hat. Oder? Mhm. Da kann immer noch viel zu viel schief gehen. Das muss jetzt erstmal in trockenen Tüchern sein. Ja. Gut, dann als du erwachst, ist Anna schon nicht mehr im Bungalow, also in deinem Trailer. Mhm. Anscheinend schon wach und schon unterwegs. Mhm. Findest deine Nachricht angepinnt. Bin unterwegs. Viel Glück beim Essen und denk dran, das aufzupassen. Mhm. Und fährst zum Meeting. Es ist, wie gesagt, da in der, so wie wir das festgelegt hatten, glaube ich, in der
im Restaurant des Hotels. Ja, genau. Und erste wichtige Frage, steht dieser gepanzerte Wagen immer noch vor dem Hotel? Nein, der steht nicht mehr da. Der steht nicht mehr da, okay. Mhm. Das ist interessant und beängstigend. Okay. Mhm. Ja, okay. Nur kurz Zwischenfrage. Ja, gehst rein, man geleitet dich zu dem zum Tisch. Es spielt leise Jazzmusik im Hintergrund von einer dreiköpfigen Gruppe, die auf einer kleinen Empore steht und Bassklavier und Schlagzeug hat. Und dieses Restaurant des Hotels ist ein bisschen feiner und Mr. Pranava sitzt etwas abgelegen an so einem großen Aquarium, wo bunte Fische irgendwie dann im Hintergrund vorbeischwimmen eine kleine Unterwasserstadt irgendwie abgebildet ist in dem Aquarium drin. Und er sitzt da mit jemand anderem, der gerade aber Anstalten macht, aufzustehen. Die beiden schütteln sich die Hand und die andere Person geht. Ist in so einem feinen Tweed-Anzug gekleidet. Und Mr. Pranavo schaut zu dir hinüber, als der Kellner irgendwie die Nachricht überbringt, dass du schon wartest. Und winkt auf eilig, weil er winkt dich heran. Man kann Bruce auch eindeutig anerkennen, dass ihm, dass er sehr nervös ist gerade und irgendwie, dass dieses ganze Umfeld irgendwie ganz fremd für ihn ist. Aber er hat ja nie so viel Geld und jetzt wartet er da irgendwie mit so einem, was schon wahrscheinlich auch nur eher unter- bis mittelmäßigen Hemd, wie so einer alten 10-Dollar-Fliege da. Und so ein bisschen, also er kann ja nicht schwitzen, aber er wäre jetzt in Schwitzen gekommen wahrscheinlich. Und dann geht er auch so ganz, ganz zaghaft so und auf ihn zu, so einen ganz langsamen Schritt und probiert so ein bisschen gelassen zu wirken, aber schränkt so ein bisschen hinter seinem Körper die Arme und streckt so seine Brust raus, so ein bisschen Haltung annehmend. Dann guten Abend, Mr. Pnava. Mr. Warren, sehr schön, Sie zu sehen. Und dann auch noch so pünktlich. Haben wir nicht erst in 5 Minuten unseren Termin? Aber setzen Sie sich. Ja, ich schaue noch so auf meine Uhr. Oh ja, da haben Sie recht. Ja, danke schön. Ich schätze durchaus eine pünktliche Bedienstete zu haben. Es gibt ein Fleißbienchen in meinem Heftchen. Und er macht so seinen Anzugjacke auf und holt tatsächlich so einen kleinen Notizblock raus und schreibt da irgendwas drauf. Ja, dann sagt er, dann sind Sie, dann, ja, sehr gut, ich bin auch glücklich. Ja. Was trinken Sie, Mr. Warren? Kann ich Ihnen etwas empfehlen? Den Hauswein hier kann man zwar vergessen, aber, Sie haben ganz gutes Bier. Dann würde ich das nehmen. Ich dachte dass Sie das Bier dem Wein vorziehen. Ja, und er lächelt auch so ganz schäbig mit so einem. Ja, dann. Haben Sie schon gegessen heute? Ja, habe ich schon. Danke. Oh, das ist ja traurig. Ja. Naja. Ja. Dann nur ein Bier und Vielen Dank. Ja, er winkt so die Bedienung heran und einmal das gleiche wie eben für mich und ein frisch gezapftes, ein helles oder ein dunkles Bier, Mr. Warren? Ein helles. Ah, ein helles Bier, natürlich. Ein helles Bier, bitte, für den jungen Herrn. Ja, ich schaue auch zwischen der Bedienung und ihm hin und her und lächle ihr dann auch so ganz freundlich zu so. Und nicke auch einmal. Ja, es ist ein Mann, meine liebe Bedienung. Ja. Achso. Egal, ich lächle ihm auch trotzdem. Gut. Der, Mr. Pranava reibt sich so ein bisschen die Hände. Meine, so kommen wir zum Geschäftlichen. Da warten Sie ja bestimmt mit Sehnsucht darauf. Sie hatten mir etwas am Telefon angedeutet, dass Sie etwas... Genau. Sie haben ja an dem Abend vor, ich glaube, es ist ungefähr eine Woche her, ne? Oder? Ja. Sie haben ja vor ungefähr 6 Tagen das Angebot gemacht und haben mir Ihre Visitenkarte dagelassen und ich habe mir Ihr Angebot abgehen lassen und
dachte mir, dass es eine durchaus sehr gute Idee sei. Und wollte Ihnen anbieten, falls Sie das benötigen. Der hatte Ankauf und Verkauf, war das, ne? Genau, An- und Verkauf, In- und Export. In- und Export. Und ich dachte mir, ein In- und Exportunternehmen braucht auch Fahrer für eventuelle Waren oder möglicherweise auch Personenverkehr. Und da wollte ich mich Ihnen anbieten. Ich bin ja bereits schon seit längerem nach. In der Tat brauchen wir jederzeit Fahrer für Waren oder Personen. Das ist da, wenn Sie hervorragend abgeschätzen können, Mr. Warren. Ich immer so. Ja, mir schwebt allerdings eine, vielleicht etwas, wenn ich sie mir so ansehe, vielleicht eine, ich halte sie für wesentlich überqualifiziert für eine bloße Fahrtätigkeit in einem LKW. Überqualifiziert, Sir? Guckt sie, er guckt an sich runter. So. Er lächelt so. Was schwebt Ihnen da denn genau vor? Ich bräuchte vielleicht für die nächsten paar Tage, vielleicht Wochen, jemanden, der mich auf meine geschäftlichen, bei meinen geschäftlichen Treffen und so begleitet, mich fährt und wieder abholt und der vielleicht die ein oder andere Sache für mich erledigt. Das kann ich durchaus tun. Solange sich diese anderweitigen Sachen im Rahmen ist für mich möglich. Aber natürlich. Eine Sache noch, Mr. Warren. Haben kein Problem damit, das hatten Sie angedeutet, nur in der Nacht zu fahren? Ja, ich bin daran quasi gewöhnt. Ich bin jetzt seit ungefähr 4 Jahren hier und ich mache quasi schon immer die Nachtfahrten. Das ist gut, denn viele meiner Geschäftspartner agieren des Abends. Kann man verstehen. Es ist auch sehr warm hier. Ja, genau. Es ist sehr warm und in der Nacht ist es etwas kühler. Muss man nicht so auf die Waren aufpassen. Das ist völlig korrekt. Das haben Sie gut erkannt, Mr. Warren. Ja, ehrlich, auch so ein bisschen verschwitzt mit... Nun... Was schwebt Ihnen denn an Gehaltsvorstellung vor? Ich möchte ehrlich mit Ihnen sein, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Sind mal angehört, ich dachte mir, Sie können mir ein Angebot machen, ja. Also ich bin, muss gestehen, ich habe noch nie eine solche Privataufgabe gemacht, also privater Personenverkehr. Deswegen wollte wissen, was Sie denn bereit wären dafür zu geben. Haben Sie denn Ambitionen? Was machen Sie so in Ihrer Freizeit, Mr. Warren? Wo sehen Sie sich in 10 Jahren, Mr. Warren? Sie kennen die Fragen, wie sie immer kommen. In 10 Jahren sehe ich mich hoffentlich noch hier. Also ich habe jetzt eine neue Wohnung dazu gelegt. Hier in diesem Raum? Nein, natürlich nicht. In dieser Stadt und ich... Finden Sie denn an dieser Stadt so erstrebenswert, dass man hier bleiben sollte? 10 Jahre lang, Mr. Warren, überlegen Sie mal 10 Jahre in diesem kleinen Café hier. Und ich war mal an einer Universität, habe Biologie studiert und ich muss sagen, die örtliche Flora und Fauna ist schon äußerst interessant. Zusätzlich... Mehrere Kakteenarten, ja. Und die örtliche Gazelle. Und dann kommt jetzt so ein Schwätzen, es gibt so eine mexikanisch-texanische Gazelle. Aber das möchte ich gar nicht weiter vertiefen. Ich möchte einmal einen Neuanfang starten und wie gesagt, Ihr Angebot hat mich doch schon sehr gereizt. Ich muss persönlich sagen, ich habe... Was hat Sie denn so gereizt, wenn Sie noch nicht einmal wissen, wie viel ich Ihnen so bezahlen habe? Persönliche Werte? Also ich muss sagen, ich bin ja schon relativ lange hier... Sie mögen mich. Und der guckt so ein bisschen verlegen nach unten. Ja, sie war mir gleich sympathisch, Sir. Und der guckt so ein bisschen beschämt nach unten. So. Ich mag sie auch, Mr. Warren. Er guckt weiter beschämt irgendwie weg. Okay. Und hätte ich mich weiterhin nach anderen beruflichen Tätigkeiten ausgeschaut, aber erstmal mal meine neue Wohnung abbezahlen und mal sehen, wie es weitergeht. Sie haben eine neue Wohnung.
Ja. Darf man fragen, wo? Nicht, dass es zu weit weg ist von den Tätigkeiten, die ich mit Ihnen plane. Ja, dann würde er jetzt einfach so grob das Viertel sagen, wo das ist. Also jetzt nicht unten die Straße, wo das Viertel ist. Also ein Problemviertel. Ja, das sagt mir etwas. Mhm. Genau, ja. Dann wollen eure Wohnung geradeaus. Und diese Wohnung müssen Sie abbezahlen. Ja, ja, durchaus. Immer diese Ratenzahlen und so und dann, ja, ist schwierig. Ja, ja. Aber anderweitig war das dann nicht möglich. Gut. Mr. Warden, Sie wollten, dass ich Ihnen ein Angebot mache. Sie arbeiten die nächsten 2 Wochen für mich als mein persönlicher Assistent und Leibwächter, wenn man das so nennen darf. Also stellen Sie sich da nicht zu viel drin vor. Also ich brauche jemanden, der in meiner Nähe ist und Dinge für mich erledigt und so ein bisschen danach aussieht, als ob ich wichtig wäre und Begleitung bei mir habe, wenn Sie wissen, was ich meine. Man könnte vielleicht weniger Leibwächter sagen, vielleicht eher, wie nennt man das, Callboy, aber das ist, glaube ich, Begleitung. Ja, das natürlich. Und dafür bezahle ich Ihnen Ihr Haus ab. Also, er tatsächlich zuckt in dem Moment so ein bisschen zusammen und ich würde jetzt am liebsten die Kinder so runterfallen. Also, das, ja, und er reibt sich so einmal kurz über die Augen, das und macht sich sein Hemd nochmal gerade. Das klingt doch nach einem guten Angebot und er so ein bisschen nervös zwischen ihm und seinem Glas wahrscheinlich hin und her und so. Wissen Sie, ich arbeite nicht umsonst in diesem Geschäft. Meine Angebote sind meistens gut. Er nickt einfach nur. Das glaube ich Ihnen aufs Wort, Sir. Er nickt nur so. Schön, dann sind wir uns ja einig. Und er reicht dir so eine behandschuhte Hand herüber. Mhm. Ja, dann reiche ich ihm auch die Hand und sehr gut, das freut mich sehr, Sir. Und schüttelt sie auch ganz. Wir sollten einen. Bestehen Sie auf einen Arbeitsvertrag? Zuckt mit dem Schultern. Ja. Nun, sollen wir da hereinschreiben, ich bezahle Ihre Miete? Oder was hätten Sie da gerne reingeschrieben? Ja, er hat ja wahrscheinlich auch mit dem Makler ausgemacht, wie viel das quasi ist. Dann würde er quasi diese monatlichen Raten ihm sagen, die er da bezahlen muss, immer. Gut, ich werde meine Sekretärin anweisen, einen Vertrag aufzusetzen. Ich lasse Ihnen diesen zukommen, Mr. Warren. Und Sie beginnen morgen Nacht mit Ihrer Arbeit. Pünktlich um, sagen wir, 15 Minuten vor Mitternacht. Sehr gut. In der Tiefgarage dieses Hotels. Und er greift so in seine Jackentasche nochmal und holt so ein Bündel Geldscheine raus. Ziehen Sie sich etwas angemessener an, bitte. Er guckt so nach unten. Jawohl, Sir. Er nimmt so diesen Stapel so ganz langsam entgegen. Okay. Und macht so ganz langsam seine Brieftasche auf, steckt jetzt hier so rein. Ich werde das heute Nacht enden. Gut. Dann sind wir uns ja einig. Oh, das Bier. Zeichnet. Und der steht da so ein bisschen. Er kann nicht schwitzen, sonst hätte ich sein nass geschwitzt. Du kannst schon schwitzen, wenn du möchtest. Nein, das will ich aber nicht. Das wird das so schlimmer alles. Ja, dann schaue ich auch gespannt dem Mann, der das Bier bringt, raus und so. Ah, sehr gut. Ja, der lächelt dich an und stellt dir so das. Und gießt dir vor deinen Augen halt so das Bier ein. Dann auf unsere gemeinsame. Und man merkt immer wirklich an, dass er komplett nervös ist. Ja, Mr. Penava hat ein Glas Rotwein bestellt. Mhm. Dann zu Ihrem Wohl, Sir. Und dann, auf unsere geschäftliche Beziehung, Mr. Warren. Ja,
dann, ja. Sagen Sie, wenn wir uns schon jetzt so geschäftlich näher gekommen sind, haben Sie eine Frau, Mr. Warren? Nein. Tatsächlich nicht. Oh, das ist aber schade. Ja, das Glück war mir bislang noch verwehrt, leider. Naja. Auf bessere Zeiten. Ja, auf bessere Zeiten auf jeden Fall. Er trinkt. Ja, dann trinke ich auch auf jeden Fall. Ich ziehe da, glaube ich, so einen guten halbes Glas einmal so. Ja. Sehr gut. Hast du den Vorteil Essen? Ja, habe ich. Sei froh. Genau für sowas habe ich das. Das heißt, du wirst ihm das Bier nicht sofort wieder auf den Tisch spucken. Nein. Aber es schmeckt extrem widerlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, sehr fade. Also du hast noch so eine Ahnung davon, dass es wohl eigentlich mal ganz gut geschmeckt hat. So Bier schmeckte dir wohl mal, aber das ist fade und abgestanden und nur noch so ein dieses Prickeln von der Kohlensäure auf der Zunge. Ja, also auch innerlich ist in ihm gerade noch mehr was gestorben. Also es grummelt, es grummelt auch so in der drin. Ja, er versucht keine Miene zu verziehen und sagt so, sehr gut. Und er merkt innerlich auch so dieses, er war ja vorher sehr oft in seiner Stammkneipe und hat immer wieder getrunken. Ja, das vermisst er wohl doch schon sehr. Ja. So ein bisschen dieses. Wenn Bruce genau aufgepasst hätte, hätte er gesehen, dass Mr. Pernava außerordentlich interessiert dich beim Trinken beobachtet hat. Ich gehe mal davon aus, weil er so nervös war, hatte er nicht drauf geachtet. Er hat einfach passiv das Bier runtergekippt und hat probiert einfach, also hat sich selber quasi so ein bisschen beobachtet, nicht aufzufallen, aber ja. Ja. Gut, dann haben wir das ja schon mal geschafft. Ja. Ja. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Wer erwacht denn als nächstes von euch? Ja, dann mache ich das. Dr. Angela erwacht. Jo. Dann würfel ich erstmal. Da gehen wir sehr schön drei um. Ja, ne? Und hat Hunger. Verdammt. Wie viel Hunger hast du jetzt? 2. Ja. Es geht ja noch. So langsam halbwegs. Könnte man mal was, aber... Ja. Okay, du hattest bei John und seinem Klüngel geschlafen, ne? Genau, da hatten wir geschlafen, haben wir auch uns getroffen und danach haben wir uns getroffen und uns aufgeteilt. Das erste, was ich mache, ist ins Obdachlosenheim gehen und mich umziehen. Mhm. Weil es mag zwar sein, dass ich nicht schwitze, aber 2 Tage nacheinander in demselben Kleid geht einfach gar nicht. Und da das auch nicht so unbedingt zu dem passt, was ich gleich machen möchte, ziehe ich mich in etwas casual mehr an, also nietenbesetzte Lederhose, bisschen zerfleddert aussehende schwarze Bluse, getoppt mit ein paar Lederarmreifen und einem Samthalsband, was so über die Hälfte ihres Halses geht. Und sie tauscht auch ihre 15 cm Plateaustiefel gegen nicht ganz so hohe Pumps ein. Das heißt, sie ist jetzt nicht mehr größer als John, sondern ein paar Zentimeter kleiner. Hast du John mitgenommen? Ja, ich nehme an, dass ich ihn habe draußen stehen lassen, weil das Obdachlosenhaus ist nicht besonders hübsch. Mhm. Wenn er hätte mitkommen wollen, hätte er mitkommen können. Mir dann in der Hinsicht relativ egal. Vielleicht wäre aber das einzige Schöne in der, er ist ein Venture, ist ja gar kein Toreador. Das heißt, es ist egal, also es ist mir im Endeffekt egal, ob er mitgekommen ist oder draußen gewartet hat. Er bleibt am Empfang stehen und redet mit der Empfangsdame, die du ja auch schon kennst, die dir überhaupt das Ding hier ja klar gemacht hat, deine Unterkunft. Mm, ja. Genau, und ich mache auch meine Haare ein bisschen unauffälliger. Ich
binde sie mir zum relativ normalen Zopf und setze mir eine Cappy auf, damit ich halt nicht so extrem auffalle einfach, weil mit so einem hochtopierten Dingens, weiß nicht, dann zieht man ja schon sehr, sehr viele Blicke auf sich und ich glaube, das ist nicht so gut für das, was wir gleich vorhaben. Genau, und danach treffe ich mich dann halt wieder unten mit John. Und würde dann vorschlagen, dass wir uns so ein bisschen durch die dunklen Ecken der Stadt durchhängeln. Ich würde dann eventuell auch gucken, ob ich durch mein Insider-Wissen aus San Antonio, was so typische Underground-Szenen, Treffpunkte angeht, vielleicht nur so ein bisschen vorstellen kann, wo ich hier suchen könnte. Ja. Wenn da dein Wissen mal ein bisschen auf die Probe stellen willst, dann mach doch mal eine Streetwise und Intelligence-Roll. Kunde? Gerade viel. Streetwise Intelligence. Ist Influence linke Szene da vielleicht irgendwie positiv drauf? Kriegst du einen extra Würfel von. Okay. Dann wären das insgesamt 7. Ja. Wow. Hast du ja Glück, dass da noch die 9 bei ist, weil sonst wäre es ein bestialischer Patzer gewesen. Ja. Das wäre doch wohl ganz anders als bei mir. Also nicht ganz anders, aber ziemlich anders als bei mir. Tja, also es fällt dir schwer, jetzt irgendwie diese Stadt zu vergleichen mit San Antonio. Mhm. Du kennst die Stadt auch noch nicht so gut. Du kennst halt, könntest halt jetzt sagen, dass man so die üblichen verdächtigen Punkte, wo sich so Bahnhof oder irgendwelche abgelegenen sonstigen dunklen Gassen oder so, wenn man dran vorbei. Genau, dass man da irgendwie mal schaut, irgendwie, ob man sich ein bisschen weiter befragt oder so. Ja, aber mehr richtig irgendwie, um jetzt irgendwie in eine richtige Richtung irgendwie zu gehen, zu wissen, irgendwie da ist jetzt ein Treffpunkt oder so, schwierig. Auch irgendwie, wenn du jetzt denkst, irgendwie, du müsstest jetzt irgendwie gucken, dass du im Netz irgendwas findest an Organisationen in dieser Stadt oder so, wüsstest du auch nicht sofort, nach was du suchen solltest. John erwartet dich draußen im Foyer und ist so halb auf den Tresen gelehnt, wo die Dame einmal hinter sitzt. Und lächelt dich an, dass du kommst. Oh! Hervorragend. Das sieht ja völlig neue Person und so. Beeindruckend. Nicht unbedingt in einem Rockabilly-Kleid durch die dunklen, schmutzigen Gassen laufen. Jetzt komme ich mir irgendwie overdressed vor. Och, das ist doch... Du siehst vollkommen in Ordnung aus. Hat er nicht auch einen Hoodie an? Hast du nicht auch gesagt, dass er sich einen Hoodie overdressed? Ja. Okay. Ah ja, du sehen willst. Das ist ja gar nicht so overdressed, das ist ja eher underdressed. Ja. Weil ich sehe mit meinem nietenbesetzten Lederhosen immer noch voll fancy aus. Mhm. Ja, er schaut dann so zu dir rüber und wechselt so einen Blick mit der Sarah, die da sitzt. Meint so, wir haben etwas für dich. Also sie hat was für dich. Du hast Post. Ich habe Post. Ja, ich habe mich auch gewundert, dass man in einem Ding wie dem hier Post kriegen kann, aber du wohnst ja nicht bei den Obdachlosen, hat sie gesagt, sondern irgendwo hinten in der Besenkammer.
Quasi, ja, ja. Besenkammer. Reden wir nicht weiter darüber. Es ist auf jeden Fall sozialmäßig nicht gerade meine Kragenweite hier. Besenkammer. Irgendwas machen, damit du hier rauskommst. Ja, wir finden schon was. Aber erstmal Post. Ich erwarte eigentlich keine Post. Aber ich denke dann so, ja, mal her. Muss ich irgendwas unterschreiben? Nee, ich hab das. Ich finde, das lag irgendwie hier und da steht drauf für Dr. Angela. Okay, ja, dann gibt ja nicht so viele Leute, die mich darunter kennen, eigentlich. Deswegen. Wer könnte denn man sieht, den Post schicken? Ich befürchte mein Sire. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Brief in der Situation überhaupt lesen möchte. Ich halte ihn so. Soll ich ihn für dich lesen? Nein. Ich schau den an, bin so eigentlich kurz davor, den zu zerreißen. Ja, man sieht schon, dass ich da so ein bisschen dran am Rumknibbeln bin. Mhm. Ja, dann mache ich ihn auf und lese ihn einfach. Ja, da steht irgendwie nicht viel drin, irgendwie so, da steht eigentlich nur so eine, so ein paar Zeilen, irgendwie auch so ziemlich abgehackt, keine zusammenhängenden Sätze. Da steht nur sowas wie von, sorry, war gelangweilt. Bist ja hier ganz sicher. Pass auf dich auf. Ich komme dann mal wieder, wenn ich Lust hab. Wenn das alles war, dann zerreiße ich danach den Brief und schmeiße ihn in den wahrscheinlich Papierkorb da irgendwo, wo er in der Nähe steht. Kann ich nur mal gerade sagen, dass er ein krass fürsorglicher Typ so. Also, der Hammer, wie der sich kümmert einfach. Da geht mir voll das Herz auf. Ich glaube, ihr würdet euch gut verstehen, ja. Bis auf, dass er auch ein linker Bruja ist. Oder Bruha. Oh ja, also dem, nicht. Dem würde ich was erzählen von wegen Verantwortung. Ja. Ja, John meint so, keine guten Nachrichten. Er hat einfach nur gesagt, dass er keinen Bock mehr auf mich hat. Aber das ist eigentlich gegenseitig dementsprechend. Lass uns gehen. Ich wittere eine traurige Geschichte. Willst du sie erzählen? Gibt nicht viel zu erzählen. Hat mich in die Vampir-Szene aufgenommen, ist ein paar Wochen das ist doch lang super. Mit mir umhergefahren und hat mich dann hier sitzen lassen, weil er keinen Bock mehr hat. Gibt nicht sonderlich viel mehr zu erzählen. Bin offensichtlich nicht interessant genug für längere Zeit, aber lassen wir das, wir haben einen Auftrag. Haben wir, genau. Wir wollten diese Gangs beobachten oder. Erstmal suchen. Erstmal müssen wir irgendwie herausfinden, wie man überhaupt in Kontakt gelangen kann. Also, wo würdest du suchen? Ich würde erstmal so die üblichen verdächtigen Orte abklappern. Irgendwelche dunklen Gassen, Unterkünfte, Bahnhöfe. Was hältst du von Rockerkneipen, habe ich mir gedacht. Treibt dein Clan sich nicht bei sowas rum? Oder ist das nur so dein Sire? Ich muss zugeben, ich habe gar nicht so viele andere von meinem Clan bisher getroffen. Und mein Sire war nicht so der Kneipengänger. Das muss ja nichts Schlechtes sein, wenn man nicht so viel von den Bruha gesehen hat bisher. Naja. Ziehe nur eine Augenbraue hoch. Nichts für ungut. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber, ja. Klar, irgendwelche Kneipen in shady Gegenden sind eventuell auch eine ganz gute
Anlaufstelle. Gibt's denn hier was? Schaut so Richtung Sarah. Draußen an. Da gibt's so eine Fernfahrerkneipe und ein paar Blocks weiter in der Innenstadt gibt's auch eine Rockerkneipe, ja. Aber die ist, wie ich gehört habe, seit gestern geschlossen. Gibt es eigentlich sonst irgendwelche Orte hier, die man abends nicht unbedingt aufsuchen sollte? Das Theater würde ich nicht benutzen. Warum? Also ich würde auch gar nicht in die Nähe des Theaters gehen, wenn ich ihr wärt. Warum nicht? Ja, das ist dieses Revier von Joe. Den Namen haben wir gehört. Das war der Sheriff, oder? Ja. Es gibt mehrere Joes, verdammt. Wo ist der richtige Joe? Bei den Vampiren steht er. Ach, der Sheriff der Stadt. Der Sheriff, ja. Kein netter Zeitgenosse. Keine, okay. Hab ich einmal gesehen, muss ich nicht nochmal haben. So schlimm also. Andererseits, wenn er der Sheriff ist, dann kann er uns eventuell weiterhelfen. Wenn ich ihr wäre, ich würde nicht zu dem hingehen. Also, naja, Informationen kriegt er bestimmt von ihm. Er ist ein Nosferatu, aber nicht nur sonst. Und wenn ihr mich fragt, jeder Nosferatu, der nicht weiß, dass man irgendwas wissen will und irgendwie gerade was sucht oder so, ist ein guter Nosferatu. Je weniger man mit ihnen zu tun hat, desto besser. Ich schaue so zu John rüber. Was sagst du dazu? Ich habe kein Problem mit Nosferatu. Das dachte ich mir. Na, wir können das ja als letzte Möglichkeit erstmal außen vor lassen. Vielleicht finden wir auch so etwas. Sagt, wir können uns die Kneipen mal anschauen. Und ich meine, selbst wenn die eine Kneipe geschlossen ist, könnte der trotzdem treffend sein. Wer weiß. Es ist ja noch dieser Fernfahrertreff. Vielleicht gehen wir da. Genau, das auch, ja, genau. Da am besten als erstes. Ja, solange nichts im Theater geht. Aber von mir habt ihr diese Information auch nicht. Also. Schaut sich so um, als ob irgendeiner in der Ecke steht oder so. Unverwandt. Hab nichts Böses gegen Nosferatu gesagt. Ja, dann versuchen wir es erstmal bei der Kneipe. Also bei der Fernfahrerkneipe. Okay. Dann fahrt hier erstmal los. Seid erstmal ein bisschen unterwegs. Weil ihr hattet ja nicht das Auto von vom Klüngel, sondern seid ja mit Taxis unterwegs. Das heißt, ihr werdet wohl ein bisschen warten müssen. Und das gibt uns die Gelegenheit zu gucken, wer denn in dem Auto sitzt, das es eigentlich gibt. Und was da so abgeht. Ja. Schauen wir erstmal wegen Hunger. Auch du hast Hunger. Einen mehr. Und wie viel ist es jetzt? Bin ich bei 3. Ebenso wie Bruce, schon sehr, sehr hungrig. Ja, leider. Aber vielleicht findet sich hier unterwegs was. Weil wir sind ja losgezogen, Andrew und ich, um Anna zu suchen. Also die Veronica hat ja neben diesem, dass wir den Bürgermeister bei seiner Wahlkampagne unterstützen sollen, uns noch erzählt von einer Bekannten namens Anna, die ungefähr vor 1 oder 2 Jahren von diesen Kammerjägern wohl gefangen genommen wurde. Aber sie hat das Gefühl, dass sie noch lebt und wahrscheinlich auch, dass sie in der Stadt ist. Ja. Und deshalb hat sie uns es quasi als Nebenauftrag gegeben und Andrew und ich haben beschlossen, dass wir mal danach schauen. Ich glaube, wir hatten ja auch gehört, dass in diesem Trailerpark irgendwas Seltsames passiert ist. Die Rockerkneipe hatten wir ja mit eigenen Augen gesehen. Ja. Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir erstmal zu diesem Trailerpark fahren und uns dort mal umschauen.
Gut, dann fahrt ihr raus in den Trailerpark. Wie gesagt, das sind halt so Wohnwagen oder so ja, Schrebergartenhäuschen, alles Mögliche, so ein bisschen so gemischt, die etlichen Leuten halt als Unterkunft dienen. Gar nicht so klein, dieses, wenn man es so betrachten will, Viertel dieser Stadt. Sind vielleicht so 100 Trailer oder so, die man da sogar schon zusammengepackt hat. Wie viel davon jetzt Touristen sind, was sollte man jetzt hier an Touristen irgendwie haben, das ist irgendwie auch ein Kopf. Nächste Frage. Ja, auf jeden Fall kommt ihr da ohne Probleme hin. Und ja, aber dann? Ja, dann, ich würde mal sagen, wir steigen mal aus und gehen mal eine Runde durch diesen Trailerpark spazieren. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch irgendwelche Leute sehen, die noch draußen unterwegs sind. Ja, da sind ein paar Leute, die noch vor ihren Trailern sitzen. Irgendwie kommt auch an einem ganz besonders auffälligen vorbei, der hat sein kleines Grundstück mit Stacheldraht abgesperrt. Das sieht ja wirklich sympathisch aus. Ist der auch draußen? Der sitzt ja unter so einem kleinen selbstgeschusterten Vordach und schaut auf so einen ganz kleinen Box-TV, das vor ihm vor sich hin flimmert. Neben sich auf so einem kleinen Tischchen hat er ein Sechserpack Bier, wovon, glaube ich, nur noch zwei Büchsen ungeöffnet sind. Ich würde mal Andrew fragen, was er davon hält. Sollen wir diesen Sonderling wegen was fragen oder lieber an normale Menschen herantreten? Was glaubst du, womit haben wir mehr Erfolg? Mir fällt es schwer einzuordnen, wer normal ist und wer nicht hier in dieser komischen Gegend. Wer wohnt denn hier? Das ist ja eklig. Es gibt wohl Leute, die mögen es, so zu wohnen. Ich glaube, ich labere einfach mal den seltsamen Typen an. Guten Abend, Mister. Ja. Guckt so hoch. Ja? Schöne Gegend, in der Sie hier wohnen. Dürfte ich Sie mal fragen? Also wir sind jetzt ein bisschen spazieren gegangen, weil wir suchen eine neue Bleibe. Und ich habe gedacht, Makler oder man liest ja immer viel. Besser ist es, die Leute zu fragen, die dort direkt wohnen. Wie Makler. Was denn hier so ist. Schöne Gegend. Ja. Steht so langsam auf, greift so unter seinen Stuhl oder so irgendwie so, das ist so eine Plane, schleift da so drunter, holt so ein Kleinkalibergewehr da raus, kommt dann so näher. Wen denken Sie zu verarschen? Von welcher Regierung sind Sie? Also von welcher Regierungsbehörde sind Sie? Das ist mein Grundstück. Ja, ich finde die Grundstücke hier in der Nähe. Also ich würde gern mal in so einem Trailerpark leben. Und schaut so an dir hoch und runter. Schaut dann so Andrew von hoch und runter. Für wie bescheuert halten sie mich eigentlich? Das will er nicht wirklich wissen. wir können ja versuchen, ob wir ihn nicht ein bisschen freundlicher gestimmt machen können. Für unsere Anfrage. Ich muss bloß kurz gucken, ob ich würfeln muss. Das Bullshit-Meter schlägt aus, ja. Das ist bei dem aber auch, die Ausschläge sind bei dem Typen aber auch, naja. Er ist ein bisschen paranoid, aber den kennt Bruce ja schon. Ja, ich meine... Netter Kerl. Schauen wir doch mal, ob wir ihn nicht vielleicht davon überzeugen können, dass wir nicht so bekloppt sind, wie er vielleicht denkt. Und dass er uns eigentlich sehr gerne was erzählen möchte. Zwei Erfolge wären das. Ja. Was hast du denn benutzt an Kraft? Präsenz. Präsenz. Okay, ja. Also.
Also mag er dich jetzt oder wie, welche Kraft hast du? Er mag mich jetzt, ja. Ja, er mag mich jetzt. Ja, er entspannt sich so seine Züge. Mit welchen Worten sprichst du ihn dann so an, während du diese Kraft einsetzt? Also das letzte war ja irgendwie, für wie bescheuert halten sie mich eigentlich? Ich halte sie für den einzig vernünftigen Menschen hier. Er entspannt sich so ein bisschen. Inwiefern vernünftig? Nun ja, sie wissen, dass gewisse Dinge vor sich gehen. Und dass die Mächtigen Spiele mit uns spielen. Ja, genau. Spiele spielen sie mit uns, ja. Und wissen Sie, vor ein paar sind Sie ja auch hier von der Gesundheitsbehörde. Nein. Die waren nämlich vor ein paar Tagen hier. Und was wollten die hier? Die haben da vorne den Trailer kaputt gemacht. Du siehst auf so ein Grundstück, wo halt der Trailer fehlt. So ein Loch im Boden. Und mit welchem Grund haben sie das gemacht? Oder mit welcher Begründung, um exakter zu sein? Mit einem Gasleck. Sehr gut. Sie wissen schon, Gasleck. Ja, ja. Ich verstehe vollkommen, was Sie meinen. Fürchterlich, nicht wahr? Ja. Und haben Sie eine Idee, was es wirklich gewesen sein könnte? Ich vermute, es waren Aliens. Die sahen genauso aus wie die Men in Black, wenn Sie mich fragen. Haben Sie vielleicht auch ein Alien gesehen, nachdem Sie auf der Suche sein könnten? Oder sind hier sonst noch komische Dinge vorgefallen? Komische Dinge passieren ja eigentlich ständig. Wissen Sie, die Leute nehmen mich nicht so ganz ernst hier. Aber wenn Sie mich fragen, die waren schon ganz gut dabei. Die Leute, die da gewohnt haben, waren echt Aliens, glaube ich. Wie sahen die denn aus? Oder was war das? Die sahen so aus wie wir, das ist ja das Schlimme. Man erkennt sie nicht einfach so. Und ist noch was passiert, bevor der Trailer weggeschafft wurde? Ich meine, kamen die einfach so? Und haben einfach den Trailer da weggeschafft und haben da irgendwelche Geschichten von einem Gasleck erzählt? Ja, die haben hier überall geklingelt. Ich habe dann die Nachbarn gewarnt, bevor die kamen und so, aber. Geklingelt? Mit welcher Begründung? Ja, wegen dem Gasleck. Wollten irgendwie alle Küchen untersuchen. Nee, ich habe sie bei mir nicht reingelassen. Und ihre Nachbarn hier? Haben die sie reingelassen? Ich glaube schon. Wissen Sie, wer genau die reingelassen hat? Moment. Jetzt sich umholst einen Notizblock raus und helfen. Ich bin mir gerade unsicher. Bruce, du hattest die reingelassen, aber erst verspätet, ne? Ich hatte sie beim zweiten Mal anklingen reingelassen. Aber beim ersten Mal noch nicht. Ich habe mir zuerst von ihm die Waffe geben lassen und dann habe ich es reingelassen. Ja. Ja, dann zeigt er dir irgendwie so detaillierte Auflistung, wer vor dem Trailerpark wie, also kannst rauslesen, wie heißt, wer in welchem Trailer wohnt. Daneben, welche Vorzüge sie beim Grillen haben. Dürfte ich. Welches Fernsehprogramm sie wann gucken. Dürfen wir vielleicht davon eine kleine Abschrift machen? Wissen Sie, wenn wir wirklich hierher ziehen, dann, wir sollten ja schon wissen, mit wem wir das hier zu tun haben. Ich meine, Sie sind vertrauenswürdig, aber bei den anderen wäre es vielleicht gut, schon vorher zu wissen, bei wem er sich in Acht nehmen muss, wenn er mit Kuchen vorbeikommt, um die neuen Nachbarn zu begrüßen. Ja. Ja, von mir aus. Aber nur weil Sie es sind. Sie gefallen mir. Sehr schön. Vielen Aber Sie müssen gesagt. Vorsichtig sein. Hier. Ja. Wir werden vorsichtig sein. Ich vermute, der Postbote ist auch ein Alien. Der arbeitet ja auch beim US Postal Service. Das ist eine föderale Agentur. Eben.
Oder er war früher mal einer von diesen Kerlen in den Anzügen und wurde dann in Ruhestand geschickt. Also wenn Sie mich fragen, die haben mir einen Alien gesucht, das hier irgendwie durch die Gegend laufen soll. Ja. Mhm. Und das haben Sie aber nicht gesehen? Ich meine, Sie sind so dermaßen aufmerksam. Naja, wie gesagt, ich hab gedacht, die da gewohnt haben, wären Aliens. Waren die auch bestimmt. Haben ja nicht umsonst den Trailer mitgenommen. Bevor die den ausgebuddelt haben, haben sie da drunter so eine Blutlache entdeckt und so. Wir haben da bestimmt irgendwelche satanischen Rituale gemacht. Weiß man ja, dass die Aliens alle Satan anbeten, wenn sie wissen. Vielleicht waren es aber auch wirklich Satanisten und die Aliens sind noch irgendwo hier. Vielleicht sind die so gut, dass die Typen in den Anzügen reingelassen haben. Das heißt, meine Liste wäre ja völlig nutzlos. Ich würde mir die Namen von der Liste mit abschreiben. Also jetzt nicht, welche Fernsehprogramme die gucken, sondern wie die Nachbarn heißen und wer die alle. Er hat sogar eine Spalte angefangen mit wer die Republikaner wählt und wer nicht. Ja gut, also die Namen von den Nachbarn und wer die reingelassen hat, würde ich mir mal abschreiben. Mhm. Und ja, Andrew anschauen, ob er noch irgendwelche Fragen hat. Der geht so am Zaun lang, so schaut so die ganze Zeit irgendwie schöne Geranien hier. Ja, dann, ich glaube, auf die Gefahr hin, dass hier noch Aliens leben, ich glaube, da müssen wir unsere Pläne nochmal überdenken, nicht wahr, Schatz? Ja, Aliens. Der wirkt auch, als könnte er 3 und 3 nicht zusammenzählen momentan. Sehr schön. Ja, dann. Ich danke Ihnen, Mister, das waren sehr nützliche Informationen. Gut, nachdem den eh alle für halten, können wir uns ja einfach so von ihm verabschieden und weitergehen. Und ich würde gerne dahin, wo dieser Trailer stand, wo diese Blutlache. Ja. Mhm. Wie gesagt, man hat da den Boden abgetragen, so ein bisschen. Das ist so ein kleines Loch, wo der vorher gestanden hat. Gut. Sieht noch so die Spur von der Planierraupe. Ich glaube, dann würde ich erstmal vorschlagen. Sollen wir mal gucken, wer von den Nachbarn die reingelassen hat? Ich gucke mal auf die Uhr. Ist es eine Uhrzeit, wo man auch bei den Leuten an der Tür klopfen kann? Ich denke schon. Sind ja noch vor Mitternacht. Ja gut, dann Zettel wieder rausholen und dann fangen wir mal an, die abzuklappern. Ja. Mit welcher Begründung klopfen wir bei denen so spät an der Tür? Sind wir auch von irgendeinem Amt? Vielleicht wollen wir einen Ball organisieren oder so, ein Fest, suchen Unterschriften. Für Leute, die dafür sind, dass ein Fest stattfindet. Okay. Lass es uns probieren. Was für ein Fest? Ein Maskenball? Das wäre schön. Welche Jahreszeit hatten wir denn nochmal? Sommer. Sommer. Vor dem 4. Juli? Zufällig? Hm. Ja, von mir aus, ja. Ich glaube, das hatten wir noch nicht festgelegt, ja. Weil dann könnten wir sagen, Maskenball zum Independence Day, weil irgendein Aufhänger bräuchten wir ja für den Maskenball. Und gut. Vielleicht zur Bürgermeisterwahl. Der Bürgermeister, da gab es doch eh schon Kritik wegen Verschwendung von Steuergeldern und hier dieses Festival. Ja, das ist vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube, Independence Day, wenn wir sagen, Maskenball, verkleiden wie Konföderierte und
Also so ein Reenactment-Maskenball zur Feier vom Independence Day? Wenn sich das noch und wir können auch Spenden sammeln für einen Reenact-Akt. Ja, sowas irgendwie. Ja. Für die Veteranen. Für die Veteranen. Super. Genau. Eine Reenactment-Veranstaltung zum Independence Day, um Geld für die Kriegsveteranen zu sammeln. Perfekter Plan. Ja. Ich glaube, das finden hier alle toll. Ja, dann lass uns mal anfangen. Dann arbeiten wir einfach mal die Liste ab. Mhm. Ich schätze mal, die Liste betrifft vor allem die ganz unmittelbaren Nachbarn, die er ständig im Blick hat, oder? Ja. Natürlich. Wobei das erstaunlich weite Kreise zieht. Er scheint wenig zu tun zu haben, der Mann. Ich habe ein bisschen Mitleid mit den ganzen Nachbarn. Aber nur ein bisschen. Ja. Gut. Dann fangen wir mal an abzuklappern. Mhm. Gut, wir springen ein bisschen rüber zu Isaiah, der ja hier zum Wahlkampfbüro wollte. Ja. Ja, und da halt Neuigkeiten erfährt, dass man in der Tat immer tatkräftige Helferinnen und Helfer braucht, die den Straßenwahlkampf unterstützen. Momentan erfährst du, man sieht ja auch ganz gut aus gegen den amtierenden Bürgermeister. Und ja, man ist sehr motiviert, die letzten paar Tage noch durchzuziehen und ihn dann vom Thron zu stoßen. Gibt es denn irgendetwas, was Isaiah hier vor Ort dann irgendwie machen will? Also man lässt sich erstaunlich schnell dazukommen und drückt dir Flyer in die Hand und teilt dich, wenn du das möchtest, in so einer Klingeldrückkolonne zu. Genau, also ich dachte mir, ich versuche mich bei so einer Telefonistengruppe quasi einzuteilen zu lassen. Oh, oder sowas, ja. Die immer quasi alle Leute anrufen und sagen so, hey, hier, wir brauchen Donations und wir brauchen Stimme und wir machen ein besseres Amerika mit eurer Hilfe. Mhm. Diese ganze Chose quasi. Und das würde ich dann so eine halbe Stunde oder so machen. Mhm. Immer schön so ein bisschen nicht besonders überzeugend wirken dabei, weil du willst ja, dass er verliert eigentlich. Genau. Ich stelle mich da nicht in und dann werde ich so nach und nach schauen, dass ich vielleicht mal irgendwie, so mal Pipi-Pause machen oder sowas. Mhm. Und verschaffe mir einen Überblick darüber, wo ist denn der Brian, der gute Brian Martinez, der Wahlkampfleiter, wo kann man den mal abpassen, dass man dem mal vielleicht ein paar konkrete Fragen stellen kann? Ja, du wirst eine Gelegenheit finden, den irgendwo abzupassen. Vielleicht sogar auf dem Klo, wenn du gerade Klopegel bist. Ja, gerne. Ja. Ich würde dann einfach gerade aus der Kabine kommen. Und dann beim Händewaschen. Ja, genau. Guten Abend, Sie sind Mr. Martinez, ist das auch richtig? Ja, richtig. Und, ja. Viel zu tun heute. Quasi. Ja, es ist ja der... Der Endspurt. Sie waren... Isaiah, schön, Sie kennenzulernen. Ich bin neu in der Stadt. Ja. Wischt sich nochmal die letzte irgendwie so an Ende ab, reicht dir dann die Hand. Ich hab schon mal ein paar Mal ein bisschen Wahlkampf gemacht, nichts Aufregendes. Kleinigkeiten, viel telefonieren, das ist mein Ding. Ja, das ist mal ganz wichtig. Man unterschätzt das immer heute in den Zeiten des Internets. Das denkt immer, absolut. Die ganzen Leute hängen alle auf Facebook und Instagram rum, aber so ein richtiges Telefongespräch, das oder einen Besuch an der Tür, das ist immer noch das, was die meisten Stimmen bringt. Absolut. Ich sage es immer, man muss die Leute persönlich aktivieren. Man muss face-to-face sein. Man muss den Leuten in die Augen gucken. Ha? Richtig, ja. Es ist so, als hätten sie die Anweisungen gelesen. Ja. Sehen Sie, ich manchmal denke ich, ich bin fast ein Naturtalent dabei. aber hören Sie mal, ich wollte mal fragen, wie steht es denn jetzt eigentlich für uns? Oh, schaffen wir das? Ich denke, es sieht gut aus, ja. Wenn wir weiter ordentlich so weiterarbeiten, dann werden wir ihn vom Thron stoßen. Sauber.
Das ist der Moment, wo ich dann ihm tief in die Augen gucken möchte und ihm ein paar ganz konkrete Fragen stellen möchte. Ja. Jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz meine Dominate-Kräfte lesen. Ja, lass dir Zeit. Genau. Erkläre das den Zuschauern, die wollen bestimmt auch wissen, wie das funktioniert. Genau, es gibt... Spielleiter auch. Ja. Es gibt diese schöne Fähigkeit, die sich Mesmerize nennt. Das ist eine Dominate Level 2 Power. Dominate ist natürlich die Clan-Disziplin der Ventrues. Und damit darf ich eine komplexe Anweisung einem Opfer gegenübergeben, solange der mich anschaut und solange es relativ ruhig ist. Diese Instruktionen müssen sofort befolgt werden, so gut wie das Opfer das kann, und dürfen nicht bedingt sein. Also ich darf nicht sagen, wenn du X siehst, mach Y. Mhm. Genau, also alles was geht, was der, wo er keinen, er muss nichts wahrnehmen oder so, außer meine Stimme. Dafür muss ich einen Rouse-Check machen und außerdem Manipulation plus Dominate gegen Intelligence plus Resolve würfeln. Und no roll is required against an unprepared mortal victim. Und ich hoffe, er ist nicht vorbereitet darauf, dass ich ihn jetzt etwas harsch ausfrage nach den dreckigen Geheimnissen seines Bürgermeisterkandidaten. Ja. Dann genau. Stell mal konkrete Fragen. Hat der Bürgermeister Schäfer, der Bürgermeisterkandidat Schäfer, hat der Dreck am Stecken? Hat der irgendeine Art von Skandal? Also der Schäfer ist der Bürgermeister und der Shane Jones ist der Kandidat. Ja, Shane Jones, genau. Ja. Hat Shane Jones irgendetwas Dreck am Stecken? Irgendwas, das nicht an die Öffentlichkeit geraten darf, weil es seine Chancen auf die Wahl torpedieren würde? Der schaut dir irgendwie so, so ein bisschen verloren zurück in die Augen. Und so merkst du, wie er dann total aus innerem Herzen überzeugt dir sagt, Shane Jones ist der beste Mann, den ich jemals getroffen habe. Der gutmütigste und netteste und beste Kandidat für diesen Posten. Scheiße. Wenn nicht mal sein Wahlkampfleiter irgendetwas weiß, dann ist der Typ wahrscheinlich echt über jeden Zweifel erhaben. Ich muss noch meinen Rouse-Check rufen, das habe ich völlig vergessen. Ja, sorry, das muss ich noch machen. Das ist wieder ein W10, ne? Mhm. Vielleicht nicht im Twitch-Chat schreiben, sondern. Der Chat kann auch für dich würfeln, aber ich fürchte, dass. Die geben dir bestimmt eine Zahl, ja. Ja, ja. Nicht. Doch, okay. Kein Erfolg. Dann hast du einen Hunger mehr? Haben müssen. Damit bin ich bei 3 Hunger. Langsam wird es bei allen interessant mit dem Hunger. Ja. okay. Während ich ihn noch quasi hier bei mir habe, möchte ich weiter mit ihm reden. Was könnte die Kampagne von Shane Jones noch gefährden? Wenn das andere Team einen besseren Wahlkampf macht als wir. Ich denke aber, dass wir so gut wie durch sind. Wenn er auf einmal keine Lust mehr hat oder verschwindet oder so, das würde natürlich enorm schlecht sein. Kann man Shane Jones dazu zwingen, seine Kandidatur zurückzuziehen? Man kann immer jeden zu irgendwas zwingen. Ja, das war meine Schuld.
Geh nach Hause und leg dich schlafen. Ihr habt schon so gut wie gewonnen. Du musst nicht weiter arbeiten. Ich sollte schlafen gehen. Ich klopfe mir so auf die Schulter und löse dann den Blickkontakt. Also gut, dass wir geredet haben. Ich gehe jetzt weiter telefonieren. Sehr gut. Ich werde, glaube ich, ich glaube, ihr kriegt das auch ohne mich hin heute. Du hast ja auch schon die ganzen Wochen quasi rund um die Uhr gearbeitet. Die Nachtschicht machen wir. Ja. Ruh dich ein bisschen aus. Tritt ein bisschen kürzer. Wir wollen nicht, dass du Burnout kriegst oder sowas. Keine Sorge, keine Sorge. Und geht dann vor dir raus. Ja. Siehst du dann irgendwie draußen, als er rausgeht, dass so ein paar Leute irgendwie so zu ihm hinlaufen und irgendwas wissen wollen. Er die so, ja, ich gehe aber jetzt irgendwie. Und dann so ein bisschen Kuddelmuddel ausbricht in dem Wahlkampfbüro. Ja. Ich möchte gerne so tief in die Mitte von diesem Kuddelmuddel bitte reingehen. Ja. Ich bin nämlich noch nicht fertig. Okay, jetzt kommt's. Wenn er weg ist, also quasi so rausgegangen, alle stehen noch so ein bisschen da rum. Ja. Das ist der Moment, wo ich quasi. Was ist denn jetzt mit meinen Quittungsblöcken? Solche Sachen. Wer unterschreibt mir die? Das ist der Moment, wo ich möchte mich halt so ein bisschen diese. Ich stehe groß da. Ich sehe adrett angekleidet aus. Ich sehe aus wie jemand, der Ahnung hat von dem, was er tut. Und ich möchte Awe benutzen. Das ist eine Presence. Presence ist eine andere Disziplin, die auch Ventru beherrschen, genau. Und da gibt es Awe. Und Awe sagt, alle, jeder, der in der Umgebung dieses Vampirs ist, fühlt sich auf einmal unerklärlich zu dem hingezogen und hört zu, während der Vampir redet und findet sich auch unter Umständen gerade dabei so, ja, der hat ja eigentlich recht irgendwie. Might suddenly agree on subjects where they once had different viewpoints. Genau, und das kostet mich nichts, außer dass ich einen Manipulation plus Presence Wurf gegen Composure plus Intelligence würfeln muss. Ich weiß aber nicht, ob ich das auch gegen Mortals würfeln muss. Da muss ich gerade einen kleinen Moment lesen. Nein, musst du nicht. Ich glaube, die kennen die Kraft, ja. Gut. Dann möchte ich das nämlich benutzen, möchte dafür sorgen, dass alle mir zuhören und dass ich denen erkläre, was ich zu dieser Situation, von dieser Situation halte. Und nachdem ich festgestellt habe, Leute, bitte, hört mir zu, das ist wichtig, ja. Ja, alle hören dir zu. Ich kenne Shane jetzt schon seit einigen Monaten und ich habe immer von zu Hause aus mit ihm gearbeitet, wir haben Strategien erarbeitet und er ist der Mann, der am allermeisten an Shane geglaubt hat. Er ist der Mann, der immer an alles geglaubt hat, was Shane gemacht hat. Und zustimmendes. Es bricht mir das Herz zu sehen, wie kann er jetzt gehen? Wir sind so kurz davor. Glaubt er denn nicht? Ist alles verloren? Und ich möchte so langsam mal anfangen, meine Verzweiflung in diese Menge einzuspeisen. Und hat etwa gerade der Kapitän das Schiff verlassen? Ist euch klar, was das bedeutet? Der Kapitän geht mit dem Schiff normalerweise unter. Dieser Mann hat uns gerade verraten. Oh. Was machen wir jetzt? Ich muss hier weg. Komm mit, wir gehen. Und dann gehe ich. Ja, der kleine Tumult eben wird zum großen Tumult. Und du hast da ordentlich Chaos gesät jetzt in diesem Wahlkampfbüro. Und es herrschte Tatsache etwas Panik da. Ja. Dann gehe ich wieder. Sehr schön. Ja. So macht man das. Okay. Ja, kommen wir zu Bruce, was hast du denn vor nach deinem Erfolg beim Mr. Pranava? Ja, wenn er aus dem Hotel tritt,
würde sich erstmal wieder einen absoluten Ast abfreuen und sich wieder selber auf die Schulter klopfen dafür, dass er es so gut gemacht hat. Mhm. Ich würde mal kurz nochmal gucken. Ist der immer noch weg, der gepanzerte Wagen? Ja. Okay, das ist ein wenig beunruhigend. Aber er wird sich jetzt erst einmal in sein Auto begeben. Mhm. Und da er jetzt doch, also er hat das ja die ganze Zeit so ein bisschen verstecken, oder so zu verstecken, aber hat einen furchtbaren Hunger. Deswegen fährt er jetzt einmal diverse, ja, so schmuddeligere Clubs ab, ob es da irgendwelche Alkoholleichen gibt. Und, Fast Food quasi. Mhm. Ja, dann, du müsstest irgendwo bei deiner vorliebenden Jagdmethode müsstest du irgendwie einen Test haben, auf den du würfeln kannst. Wenn ich da nicht vertue. Was hast denn du? Was bist du denn für ein Predator-Type? Achso, das habe ich nicht mehr geändert. Das war noch wegen diesem Feuer hatte. Mit dem Veganismus, das haben wir geändert. Mhm. Das war jetzt halt Farmer. Weiß ich nicht, was das jetzt wäre. Habe ich vergessen zu ändern. Schon doch mein Haupt. Also, ich sage jetzt einfach mal, dass das ist irgendwie, müssen wir uns dann nachher nochmal über teilen. Mhm, ja. Also das, ja. Gut. Ich hab ja schon bei meiner Taxitätigkeit diverse irgendwelche, also immer so richtige Partyshoppen angefahren, wenn da noch Leute anfangen musste, auch bis zu halt irgendwelchen Rockerkneipen oder sowas. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass ich da, also ich bin ja, Bruce ist ja relativ viel rumgekommen in seiner Taxifahrer, in seinem Beruf und würde auch wahrscheinlich wissen, wo, wann mal eine Party findet. Er würde da selber nicht hingehen, aber da gibt es ja auch oft immer, da gab es oft immer viel zu tun. Mhm. Deswegen würde er sich dann halt wahrscheinlich einen Club aussuchen und dann mal irgendwo ein bisschen weiter entfernt halten und dann mal so gucken, ob es da so Jugendliche gibt, die sich so komplett abgeschlossen haben und dann einmal zugreifen. Genau. Okay. Ja. Soll dir gelingen und möchtest du dann zwei Hunger, ein Hunger? Du hattest drei jetzt, ne? Ich hatte drei, ja. Das heißt, du kannst maximal zwei Hunger tilgen bei den Jugendlichen. Es sei denn, du möchtest einen töten, dann kannst du auch drei. Nee. Wenn irgendein stabilerer Typ ist, würde ich auch zwei. Wenn das jetzt irgendein Lauch ist oder so, dann eher nur ein. Okay. Ich will halt nicht komplett aus dem Leben hauen. Dann bist du jetzt auf einen Hunger runter. Mhm. Und machst dann was? Dann würde ich mal gucken, ob es in dieser Stadt so eine Art Herrenboutique gibt, irgendwo was, wo ich, also er hat mir ja ein Geld angegeben. Ich würde bei der Gelegenheit mal gucken, wie viel Geld das überhaupt der Herr Pnarwal mir da gegeben hat. Ja, so $200. Ja, dann würde er sich dafür mal wohl Anzug für $200 wird knapp, aber immerhin 50 Sakko oder so, oder irgendwas, was einigermaßen 50 aussieht, nicht dieses $10 Hemd. Mhm. Gut, dann also, gehst du shoppen. Ja, Bruce geht mit einem traurigen Auge shoppen. Okay. Ja, dann lassen wir Bruce mal shoppen, während Dr. Angela und John noch unterwegs sind zur Kneipe. Zur Fernfahrerkneipe. Mhm. Ich lasse den Kakko jetzt mal die Kneipe beschreiben, weil das ist nämlich seine Stammkneipe, in die er da gerade aufschlagt. Ja, das ist eine, ja, nicht allzu große Kneipe tatsächlich. Es gibt quasi, also wenn ihr reinkommt, auf der rechten Seite sind vor allem diese, die ganzen Tischreihen, wo wahrscheinlich auch irgendwie diverse Truckfahrer und so sitzen werden. Weiter rechts an der Wand gelegen ist so eine kleine Bühne, wo so wahrscheinlich schätzungsweise in diese kleinere Band so auftreten werden. Schaut geradeaus auf den Tresen zu, wo halt so ein alter Mann mit so einer grünen Schürze wahrscheinlich umgebunden und sehr, sehr lichtem weißen Haar und so einem langen weißen Bart sitzen wird und ein Glas spülen wird. Und auf der linken Seite ist halt erstmal so eine Fensterwand, so eine kleine, und ein paar Dartscheiben und tatsächlich auch so ein Pool-Billardtisch, der so ein bisschen, ja, der hat schon bessere Tage gesehen. Der ist sehr, sehr abgegriffen. Und an der Wand ist so eine kleine,
Kühlständer für das Billardspielen. Und natürlich auch eine ordentliche Auslage, irgendwelche sehr teuer aussehenden Alkoholflaschen, von einem Brandy bis zu einem starken Whisky oder so. Und, wahrscheinlich wird auch eine alte Dame vorne am Tresen sitzen, die irgendwie aussieht, als würde sie da gar nicht reingehört. Irgendwie mit so mit sehr modisch fragwürdigen Kleid, mit so Schulterpolstern und so weißgelockten Haaren. Wahrscheinlich mit dem Barkeeper reden. Ja. Gutes Ende. Okay, also keine irgendwie besonders ganghaft aussehenden Leute, die da gerade irgendwo... Nee, tatsächlich halt nur, also die meisten Leute, die jetzt nicht so truckerhaft aussehen, das ist wahrscheinlich so Stammkundschaft wirklich, also da ist jetzt nicht so viel, aber... Man hätte ja sein können, dass nachdem die Rocker-Kneipe aufgelöst wurde, dass sich da vielleicht irgendwelche hätten... Das kann natürlich sein. Das ist ja... Müssen wir Spielleiter sagen, ob wir jetzt dahin gehen. Also so generell einfach irgendwelche Gruppierungen von eher jugendlichen Leuten, die alternativ gekleidet werden oder sowas. Wie viel Platz, also ist da irgendwo in der Nähe von den Leuten eventuell irgendwie ein Tisch bei oder sowas, dass man die mal so ein bisschen beobachten oder nachhorchen kann, worüber die so reden? Ja, es sind definitiv noch Tische frei, also da habt ihr kein Problem, was zu finden. Dann würde ich vorschlagen, das wäre vielleicht nicht allzu lange, aber zumindest mal so ein bisschen uns einen Tisch suchen, Alibi-Getränke uns bestellen und einfach mal so ein bisschen die Ohren gespitzt halten, ob man irgendwie etwas von, halt hauptsächlich so von der eher jüngeren jugendlichen Riege hören könnte, was ich... Als ihr eintretet, ist da so ein dicker Kater, der irgendwie an der Tür gerade zwischen euren Füßen durchläuft und einen kratzigen Buckel macht und euch anfaucht. Ich fauche zurück. Dann verschwindet der recht schnell zu der alten Lady. Komische Biester. Ich lasse mich davon aber dann nicht irgendwie weiter beirren. Mhm. Ja, freie Auswahl an Plätzen hier. Ja, ich würde dann halt einfach so mehr Richtung Billard-Ecke deuten auf einen Tisch, der da eventuell frei ist. Diese Stadt scheint irgendwie ziemlich, naja, wenn das hier das letzte Loch ist, gibt's Schlimmeres, oder? Ja, hab auf jeden Fall auch in San Antonio schon schlimmere Ecken erlebt. Naja. Andrew will ja unbedingt hier bleiben, aber ich weiß noch nicht. Irgendwie ist das alles so verdächtig hier, wenn das erschien. Ja. Gefällt mir nicht. Ja, ich denke, für eine Zeit lang ist es schon in Ordnung hier, aber ich glaube auch nicht, dass ich den Rest meiner Tage hier bleiben möchte. Tja, ich werde wohl nicht keine große Wahl haben. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich könntest du doch auch einfach gehen, oder nicht? Na, nee. Weißt du, du bist ja anscheinend noch nicht so lange in der Gesellschaft und wir passen aufeinander auf, weißt du. Ja, gut. Aber vielleicht findest du mal jemand anderen, der auf dich aufpassen kann. Naja, aber wer passt dann auf Andrew auf?
Hatte da nicht jetzt jemanden? Das Küken. Hoffentlich nicht. Kann sie nicht leiden. Wenn ich... Ja, das habe ich tatsächlich mittlerweile aus der Art, wie du über sie redest, schon raushören können. Ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit. Sie wirft mir immer noch vor, ich hätte sie irgendwie dazu gebracht, dass sie jetzt zu uns gehört. Und dann nimmt sie mir das auch noch übel. Ist doch ein Geschenk. Also, ich weiß ja nicht, wie das bei dir so lief, aber ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Ja, findest du es schlimm? Könnte mir Besseres vorstellen. Besseres als ewige Jugend? Besseres als von irgendetwas anderem geleckt zu werden. Nicht mehr man selbst zu sein, ist nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, aber wir haben das Tier doch im Griff, oder nicht? Ich hoffe. Muss ich mir Sorgen machen? Bei Adam kam es mir manchmal nicht ganz so vor. Oh, ich kenne diesen Adam ja jetzt nicht. Ich habe ja den Brief auch nicht lesen dürfen und so. Aber was du da erzählst, klingt nicht besonders reizvoll, ja. War ja einer vom Sabbat. Nicht, dass ich wüsste. Oder von den Anarchen. Er hat nicht viel darüber geredet. Kam mir immer sehr, soll ich sagen, selbstständig, eigenbrötlerisch vor. Selbstständig? Vielleicht ist er ein Unabhängiger gewesen. Das wäre selten. Da kenne ich mich tatsächlich immer noch nicht genug aus, um wirklich etwas zu sagen zu können. Seit dieser ganzen zweiten Inquisitionswelle und so ist alles so kompliziert geworden. Ja, wie viel hat dir dein Sire erzählt über deinen Clan und so? Nicht besonders viel. Also ein bisschen was, ich weiß, wo wir herkommen und was uns verbindet, aber nicht viel mehr. Und dass ihr die Camarilla verraten habt und euch den Anarchen angeschlossen habt. Nicht direkt. Spricht dafür, dass er irgendwie nicht so viel mit diesem ganzen Zeug zu tun hatte. Wie denkst du denn darüber, über die Camarilla? Ich lasse mich eigentlich nicht gerne einzäunen. Und ich glaube, das ist eins der größten Probleme der Camarilla. Einzäunen. Ich liebe meine Freiheit. Ich liebe eine Aufgabe, aber ich liebe auch meine Freiheit. Und wer sagt dir, dass man keine Freiheit hat in der Camarilla? Die vielen Auflagen, die... Ja, Moment. Die vielen Auflagen regeln doch nur das Zusammenleben. Ja, aber Zusammenleben heißt auch Teil seiner eigenen Freiheit aufgeben. Wenn jeder Vampir einfach so durch die Gegend ziehen würde und alles das tun würde, was er möchte, dann gäbe es ziemlich schnell, glaube ich, einen ungeordneten Zustand, dem sich kein Vampir wünschen könnte. Es wäre, glaube ich, sehr auffällig. Keine Maskeraderegeln. Deswegen habe ich ja auch nicht gesagt, dass ich finde, dass die Camarilla nicht existieren sollte. Ich sage nur, dass ich eigentlich lieber meine Freiheit hätte. Wir können uns das leider in unserem Unleben nicht aussuchen. Das habe ich so auch gehört. Was nicht unbedingt heißen muss, dass ich damit einverstanden, sagen wir mal bedingungslos einverstanden sein muss. Naja, weißt du, mein Clan ist traditionell einer der führenden Clans. Das heißt, wir können unseren Willen relativ gut durchsetzen. Vielleicht ist es aus deiner Warte aus ein anderer Standpunkt. Ich habe das noch nie aus diesem Gesichtspunkt gesehen.
dass ein Clan, der da eine Tradition daraus gemacht hat, die Freiheit anderer zu klauen und einzuschränken, das anders sieht, das wundert mich nicht. Oh, Moment. Das ist jetzt mal ein Vorwurf, den ich so jetzt hier nicht ganz bestätigen kann. Wenn ich von einem von euch gezwungen werde, bestimmte Sachen zu tun, beraubt mich das nicht meiner Freiheit? Wer hat dich gezwungen? Unser werter Herr Isaiah zum Beispiel. Naja, gut. Das hat er mit mir auch versucht. Ja, das habe ich mitbekommen. Hat jetzt nun mal dir nicht funktioniert, aber was wäre, wenn? Er ist noch jung. Fällt mir ein, du scheinst da ja schon sehr viel Ahnung zu haben. Wie lange wandelst du denn hier schon so in deinem Unleben? Weißt du, ich versuche private Dinge wie diese relativ wenig breit zu treten. Na gut. Es ist eine Sache, wenn ich eine Sache gibt, die ich gelernt habe in meinem Unleben. Und ich belasse es mal dabei, dass es schon einige Jährchen sind. Dann ist es, je weniger die anderen von dir wissen, desto einfacher kommst du mit ihnen klar. Geht das noch andersrum? Willst du auch so wenig wie möglich von den anderen wissen? Informationen kann man nutzen. Wenn ich an Informationen herankomme, dann nehme ich sie. Dann weiß ich, wem ich ab jetzt nichts mehr sagen werde. Das wäre schade. Ich tue so, als würde ich ihm zuprosten. Aber verständlich. Und möchte mich dann halt doch weiter mehr eventuell anderen Gesprächen zuhören und so. Ja, es betritt in diesem Augenblick es ist keine Gang, aber es ist eine Clique oder so, die Bar setzt sich irgendwie an so einen Tisch nieder und man merkt so, dass der Barkeeper so einen ordentlichen Blick drauf hat, so, die schaue ich mir jetzt mal besonders gut an. Okay. Das scheint doch schon mal vielversprechend zu sein. Dann wird da auch erstmal so ein bisschen die Aufmerksamkeit zugewandt. Ich nicke auch so ein bisschen in die Richtung, damit John da auch ein bisschen drauf aufpasst. Würde halt, wie gesagt, gucken, also beziehungsweise hören wollen, ob die irgendetwas bereden, was vielleicht ein bisschen auffällig erscheint. Mach mal einen Test auf Wits und Awareness. Wits und Awareness. Ja. Awareness und Wits. Die so zum Belauschen. Du hattest zwei Hunger, ne? Ich hatte zwei Hunger, genau. Mhm, gut. Oh, das ist ein Crit sogar. Mit Doppelzehn. Das heißt, die beiden Zehen zählen als vier Erfolge insgesamt. Also habe ich fünf. Fünf Erfolge, ja. Dann hörst du so Gesprächsfetzen von dem Tisch irgendwie so. Ja, schon blöd, was da gestern passiert ist. Ja, und müssen ein bisschen aufpassen. Irgendeiner hat es auf uns abgesehen und so. Irgendeiner hat es auf sie abgesehen. Ah, ich war dabei, weißt du. Ich habe das gesehen, ich bin weggelaufen. Ah, du bist schon immer feige gewesen. Ja, was hätte ich denn machen sollen? Ah.
Ich sagte, wir müssen auf die Frau aufpassen. Die Rothaarige. Okay, jetzt in der Hinsicht, Zwischenfrage, wissen, hatten wir ein Bild von Anna oder sowas bekommen? Ja. Also weiß ich, dass sie rothaarig ist, zumindest. Mhm. Wie viele Rothaarige habe ich in der Stadt schon so gesehen? Einige. Verdammt. Hätte ja sein können, dass es da nicht so... Es gibt nur eine Rothaarige in der ganzen Stadt. Nein, das habe ich auch gar nicht erwartet, aber so im Sinne von so müsste rothaarig mir direkt so... Ja, ihr habt euch niedermachen lassen von einer Frau. Es war keine Frau, ich sag's dir. Es war ein Teufel. Okay, ich nutze die Gelegenheit mal, um da rüber zu gehen und ich setze mich so ein bisschen dekadent auf den Tisch. Einfach so dazu und lehne mich auch dann so ein bisschen so auf meine Arme hinten zurück und schau mir die so an. Ja, die Jungs lassen das so, cool, das ist ein Service hier. Ich habe auf meinen rechten Arm ein Tattoo, was auch so ähnlich wie das Wuha-Zeichen, so ein Anarchie-Dingens ist. Ein bisschen so das Zeichen von der Underground-Truppe aus San Antonio, wo ich halt herkomme. Mhm. Und ich nehme mich so ein bisschen zurück und sag so, ich habe gehört, ihr hattet im Letzten so ein paar besondere Probleme. Vielleicht kann ich helfen. Du kannst mir gerne helfen, Baby. Ich ziehe erstmal nur meine Augenbraue hoch. Ich bin, sagen wir mal, geschäftlich ist so das falsche Wort dafür. Aber, der Barkeeper so wirft so einen interessierten Blick zu euch rüber. Wie war das? Anbahnung ist verboten, ne? Was ist verboten? Was heißt, ich hab dich akustisch nicht verstanden, sorry. Anbahnung. Achso. wer von euch ist denn hier so der Anführer? Wer will denn das wissen? Mein Name ist Miranda. Hübscher Name. Ich weiß. Passt zu deinen Beinen, Miranda. Die sind wunderschön, nicht wahr? Mhm. Fährt er so dran lang. Ich nehme seine Hand langsam weg und lege sie auf den Tisch neben mir. Und habt ihr jemanden, der hier das Sagen hat oder nicht? Kannst ja mit mir sprechen. Okay, wie soll ich dich nennen? Pedro. Pedro. Ich bin noch nicht besonders lange hier. Wie gesagt, bin vor kurzem erst aus San Antonio hergezogen. Ich würde mich ganz gerne hier so ein bisschen, sagen wir mal, ein paar neue Bekanntschaften schließen. Und sieht mir fast so aus, als seid ihr die Richtigen. Ist das so? Ich bin immer der Richtige für sowas. Bekanntschaften. Erzähl mir doch ein bisschen von dir, Pedro. Was soll ich? Oder von euch? Was, wie von uns? Von dem wunderschönen Trüppchen, was ihr habt. Ah, so eine ist das. Von eurem Problemchen. Ganzes Trüppchen. Ja, so eine, die alte Dame, die am Tresen gesessen hat, kommt den Kater auf der Arm tragend zum Tisch und meint so,
wenn ich was anmerken dürfte, vielleicht ist das nicht ganz angemessen, auf dem Tisch so zu sitzen. Ich meine... Ich verstehe, was Sie meinen, aber es gibt mir gerade einen sehr schönen, sagen wir mal, Hey, verzieh dich, alte Lady! Kein Grund, unhöflich zu werden. Kein Grund, unhöflich zu werden. Ich möchte nur kurz was mit den jungen Herren hier bereden, dann bin ich gleich sowieso schon wieder weg. Ja, genau! Verzieh dich! Zuckt so mit den Schultern. Die Katze macht mal und dreht sich um, geht wieder zurück und tuschelt irgendwas mit dem Barkeeper. So, also du willst irgendwas wissen über uns. Ja, so. Wie kommt man denn am ehesten in eure Reihen? Schaut so irgendwie an dir hoch und runter. Unsere Reihen. Was meinst du denn damit? Nun, ihr seht mir aus wie eine Gruppe, die weiß, wie man richtig Spaß hat. Das ist so richtig. Gibt es vielleicht irgendwelche besonderen Treffpunkte, die ich mir merken könnte, um euch mal einen Besuch abzustatten? Schwierig, wir haben gerade unser Stammlokal ist geschlossen. Deswegen sind wir ja hier. Okay. Das ist natürlich sehr traurig. Was ist denn da passiert? Ich habe da so ein bisschen zufälligerweise gehört, dass es da ein Problem mit einer rothaarigen Frau gab. Der eine, der eben irgendwie von dem, ich hab's gesehen, ich hab doch gesehen und so geredet hat, so zuppelt dem so am Arm. Genauso hat's bei uns auch angefangen. Hör auf, lass die gehen. Ja, Mann, Zerstörung. Der Arme hat voll die Vietnam-Flashbacks. Ja. Ah, was, ich bin da. Ja, geh weg, komm. Ich bring dir ein Bier. Ungefährlich. Echt mal, guck dir die da vor an. Manchmal denkst du, die kann uns irgendwas. Ja, aber die andere war auch nur so klein und so. Und er fängt tatsächlich an zu flennen. Scheinst du ihm irgendwas auszulösen. Eine ganz ungute Erinnerung. Was ist denn mit dem los? Das scheint ja wirklich sehr schlecht gelaufen zu sein. Er war bei der Schließung des Lokals dabei, sagen wir mal so. Hört sich an, als wäre es nicht eine gewöhnliche Schließung gewesen. Keine Ahnung, ich war nicht da. Muss die Heulsuse fragen. Dann drehe ich mich zur eben genannten Heulsuse mal um und folge mich so ein bisschen in seine Richtung, guck ihn so an. Hey, ist doch alles in Ordnung. Was ist denn passiert? Bleib mir vom Leib! Du bist bestimmt auch eine von denen. Eine von was? Von den Dämonen! Hattest du irgendwie einen Albtraum oder so? Ja, das war kein Traum. Nein, das war kein Traum. Nein, was genau war es denn dann? Das war real. Und alle kaputt gemacht. Kaputt gemacht? Ja. Kaputt. Wir wollten nur ein bisschen Spaß haben. Weißt du, trinken und Spaß haben. Ja, das klingt mir doch ziemlich normal. Ja. Und dann war da diese eine kleine rothaarige Frau und die hat alles Teufel gemacht. Immer der Teufel, ich sag's dir. Persönlich. Wo ist John gerade? Der sitzt und hat so die Beine übereinander geschlagen, sitzt so zurückgelehnt und hat so den einen Arm so über der Dumme von seinem Stuhl kippelt so ein bisschen.
grinst so in deine Richtung. Ich werfe ihm einen vielsagenden Blick zu. Kommentiere aber das nicht weiter. Dann drehe ich mich wieder zu dem Anführer um. Okay, also reformiert ihr euch quasi gerade. Jo. Ich denke, der will uns hier nicht lange haben, der Barkeeper. Aber für die ein, zwei Bierchen ist das hier ganz gut. Vielleicht fahren wir gleich noch raus in den Trailerpark oder so. In den Trailerpark? Ist da irgendwas Besonderes? Oder ist das nur so ein gutes Plätzchen, wo man ungestört sein kann? Da interessiert es halt keinen, wenn wir da abhängen. Verständlich. Bis sie die Kneipe wieder aufmachen. Was glaubt ihr, wie lange das dauern wird, bis die Kneipe wieder aufgemacht wird? Weiß nicht. Passiert sowas häufiger hier? Eigentlich nicht. Besonders nicht unsere Kneipe. Du weißt, was ich meine. Ja, normalerweise haben die wahrscheinlich mehr Respekt davor. Genau, Respekt! Nun, diesen Respekt werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich erstmal wieder neu erarbeiten müssen. Wie wär's, wenn wir damit bald anfangen? Damit nicht noch einmal jemand in euer Revier kommt und Chaos anrichtet? Was meinst du damit? Weiß nicht, so ein bisschen Dominanz zeigen. Gegen wen? Das Etablissement. Das hier. Ganze Stadt. Die Politik vielleicht. Ich habe gehört, hier ist demnächst eine Bürgermeisterwahl. Ich finde, das ist doch eine super gute Gelegenheit, nochmal so ein bisschen auf den Putz zu hauen, oder nicht? Naja, aus der Politik halten wir uns raus. Ach, wie kommt's? Läuft eigentlich alles ganz gut hier. Aber wenn alles ganz gut hier läuft, dann wird sich das doch bald ändern, oder nicht? Ich habe gehört, dass der momentan amtierende Bürgermeister bald raus ist. Was? Glaube ich nicht. Nicht, dass ich mich groß für Politik auskenne. Ich bin relativ neu hier, aber von dem, was ich bisher so gehört habe, sind alle total für den Neuen und gegen den Alten. Was ich übrigens auch sehr schade fand, weil ich fand den Alten doch schon, von dem, was ich gehört habe, relativ sympathisch. Ja. Aber wenn ja alles doch so gut läuft hier, dann solltet ihr euch doch vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, dafür einsetzen, dass es auch so bleibt, wie es ist, oder nicht? Tun wir doch. Inwiefern? Ja, wir machen nichts. Und dennoch... Ich hab mich gerade einfach ein bisschen gekillt. Wie wäre es, wenn etwas... Weißt du, das ist doch das Geile. Wir werden fürs Nichtstun bezahlt, Schätzchen. Ach, ihr werdet bezahlt. Ja. Das ist ja natürlich noch interessanter. Vom momentanen Bürgermeister. Oder jemanden, der will, dass er Bürgermeister bleibt. Ist mir relativ egal, wer mich bezahlt fürs Nichtstun. Das kann ich nachvollziehen. Aber stellt euch doch mal vor, wenn da jetzt wer kommt, und habt ihr plötzlich keine Bezahlung mehr. Ich denke, der neue Bürgermeister, wenn es der neue wird, hat auch irgendwann ein Interesse daran, dass wir mal wieder nichts tun. Wenn du verstehst, was ich meine. Es sei denn, ihr werdet davor verraten. Wer sollte uns verraten? Das rothaarige Mädel, was euch alle fertig gemacht hat. Das ist eine große Geschichte von dem da. Wenn ich mir den mal angucke, der sieht doch schon sehr traumatisiert aus. Und lasst mir sagen, ich kenne mich da aus. Ah, kennst du die Rothaarige etwa? Nein, die Rothaarige kenne ich nicht. Aber ich kenne mich mit Angstzuständen aus und was sie verursacht haben könnte. Aha.
Das sieht mir schon aus, als gäbe es da einen richtigen Trigger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles nur ein Hirngespinst von ihm gewesen ist. Das war kein Hirngespinst, niemals! Das war echt! Kann den bitte einer ruhig stellen, der geht mir auf die Nüsse. Ich denke, sobald ich weg bin, wird er sich wieder einkriegen. Weil scheinbar scheint er ja gerade Angst vor mir zu haben, weil er denkt, dass ich ja genauso wie das rothaarige Mädel sein kann. Was mich aber sowieso interessieren würde, ich schaue nochmal so zu dem. Bist du neu hier gewesen? Oder hast du die schon häufiger gesehen? Noch nie gesehen vorher. Ja. Noch nie gesehen. Genau wie dich, dich habe ich auch noch nie gesehen. Ja, kein Wunder. Ich bin ja auch gerade erst aus San Antonio hergezogen. Das kann ja jeder sagen. Glaub er nicht, glaub ihr nicht. Ich bin ganz verdächtig. Findest du das nicht auch komisch? Gestern kommt eine Frau in die Bar, wo wir uns treffen, fragt uns aus. Und dann sind alle kaputt. Und heute kommt nach, das passiert das schon wieder nur mit einem... Mit dir da! Ach, der hat euch auch ausgefragt? Au! Oh, ich hab nichts gesagt! Ich schaue ihn so ein bisschen misstrauisch an. Warum ist die Tatsache, dass er euch ausgefragt hat, wichtiger, als dass sie euch scheinbar irgendwie alle fertig gemacht hat? Ich sag nichts mehr und dreht rum und geht raus. Nun, immerhin ist er jetzt leise. Naja, ihr habt gesagt, ihr wollt nach euren Bierchen zum Trailerpark, richtig? Ja. Wer weiß, vielleicht leiste ich euch dann ein wenig Gesellschaft. Dann habt noch viel Spaß. Und dann gehe ich von da zurück mit ein bisschen Arschgewackel und setze mich wieder zu John. Gut, gut. Ja, kommen wir zum Trailerpark, wo Samantha und Andrew sich durchfragen. Alles relativ merkwürdige Gestalten, die hier wohnen. Ein Trailer fehlt euch noch. Und ihr steht vor dem Trailer davor, klopft an, keiner macht auf. Ist auch ziemlich dunkel. Wahrscheinlich ist keiner zu Hause. Was bräuchte man denn, um in so einen Trailer einzubrechen? Genug Kraft. Ein Brecheisen. Ein Dietrich. Ich gucke Andrew an, hast du zufällig irgendwie was dabei, womit wir hier reinkommen könnten? Hast du eine Haarnadel? Irgendwo schon, ja. Ich wühl mal in meinen Taschen. Und gib her. Hantiert so ein bisschen an dem Schloss rum. Bruce, wie gut ist dein Schloss? Überhaupt nicht gut. ihr seht auch rund um das Schloss sehr, sehr viele Kratzer. Ja, das stimmt, ja. Ja, dann geht die Tür relativ schnell auf. Mit so einem Klicken. Und dann grinst sich an so. Herein. Dann gucken wir uns doch mal da drin um. Reiß dich zusammen. Tu ich doch schon. Allein schon der Geruch hier. Es riecht irgendwie nach Tier. Gut, vielleicht hat der Besitzer von dem Trailer Hunde oder so. Guckt sich so um. Ich sehe keine Hunde. Aber hier vorne, ja. Warte mal. Ich glaube, das ist so ein Katzenschälchen oder sowas.
Ja, was? Der war relativ karg eingerichtet, der Trailer, oder? Ja, da war überhaupt nicht viel drin. Also, ihr seht halt, also wenn ihr jetzt nach links schaut, also geradeaus wahrscheinlich ist irgendwo die Toilette, oder was eine Toilette sein soll, links davon ist halt, also der All-Around-Raum. Hinten in der Ecke ist so eine Matratze, die so als Bett missbraucht wird. In der Mitte ist so ein relativ billiger Campingtisch, wo der wahrscheinlich aufgeräumt ist. Man wird wahrscheinlich den Fraueneinfluss ein wenig merken, falls sie aufgeräumt hat. Ja, irgendwie links an der Wand sind noch so ein paar Kommoden, wo irgendwie die Wäsche rausquillt und rechts an der Wand ist so ein Schrank. Wenn man da reinguckt, ist der auch relativ leer und sieht so relativ oft dieselbe Sweatshirt, Jacke und tatsächlich ein Football-Shirt. Mehr ist da aber irgendwie auch nicht drin. Und der Kühlschrank ist auch sehr leer. Ja, und man sieht die Klamotten von Anna noch. Die Wechselklamotten, die sie jetzt hatte. Unter anderem ein Kleid, was ziemlich blutbefleckt ist. Mhm. Ah, scheiße. ich würde das Kleid mal hochheben und Andrew hinhalten, nach dem Motto, das ist nicht ganz normal, würde ich meinen. In der Menge garantiert nicht. Farbe ist das nicht. Ich glaube, der... Ich guck mal auf den Zettel. Mhm. Ja, bin bald wieder da und so weiter, ne? Nee, auf unseren... Auf die Liste. Ja, auf dem Namen. Ja, Bruce Warren. Ich glaube, diesen Mr. Warren sollten wir mal im Auge behalten. Oder seine Mitbewohnerin, Freundin. Vielleicht trägt er das auch selber. Wie auch immer. Aber es passt von der Größe her irgendwie nicht so richtig zu den anderen Sachen. Ja, aber entweder hat er jemanden um die Ecke gebracht, oder hier geht was nicht so ganz mit rechten Dingen zu. Und einer der Bewohner ist vielleicht nicht unbedingt menschlich. Naja, die Fenster sind alle abgehängt. Ziemlich stümperhaft, aber abgehängt. Mhm. Also ich hier als Nicht-Mensch schlafen wollen würde, dann wohl eher hier, und er klopft so gegen die Wand von dem Klo. War da die Tür offen? Noch nicht, kannst du aber aufmachen. Dann mach ich mal auf. Ja, ist so eine Camping-Toilette. Ja, dann würde ich mal sagen, wollen wir hier drin warten oder warten wir draußen? Ich bin ganz eindeutig dafür, draußen zu warten, weil das da wesentlich angenehmer war als hier drin. Dann würde ich sagen, wir holen das Auto und stellen es so hin, parken es so irgendwo, dass wir den Trailer beobachten können. Gute Idee. Um nicht direkt selber gesehen zu werden. Gute Idee. Ja, ihr parkt das Auto um, während Bruce nach Hause kommt wahrscheinlich irgendwann von seiner Shopping-Tour. Ja, genau. Das wäre tatsächlich auch das, was er als erstes gemacht hätte. Nachdem er sich mit Händen und Füßen irgendwie einen vernünftigen Anzug besorgt hat, würde er wahrscheinlich erstmal gucken, ob Anna das auch. Ja, schließt die Tür auf, die wahrscheinlich Samantha und Andrew wieder zugemacht haben. Ja, man sieht halt auch, wenn er die Tür aufmacht, dass er ein paar Mal quasi daneben drückt und immer noch ein paar Kratzer in das Ding reinhaut. Ja, und dann gehe ich so rein. So, guck mich um, guck, ob Anna noch wieder da ist. Nee. Ah, sie hat das Kleid da liegen lassen. Und ich gehe so hin und nehme das so an und nehme das so bei den Händen und falte das so ein bisschen. Und schmeißt das so auf den Wäschehaufen. Ja. Da hat das aber eigentlich hatte das nicht auf dem Wäschestapel schon gelegen, als du das Ding verlassen hast? Vielleicht hat sie es zurückgelegt. Ja, ich stehe so ein bisschen da, während ich was falte und so.
Aber leider, er schüttelt so den Kopf und faltet das wieder zusammen und das dann so. Dann das Häufchen zurück. Ich wollte mal sagen, dass sie aufräumen muss. Ja, und dann. Sich ruhig mal nützlich machen, die Frau. Faule Sau. Ja, ich würde dann halt den neu gekauften Anzug dann einmal auspacken. Tüte holen wahrscheinlich oder was auch immer aus der Tasche. Und dann mir den einmal so vor mich halt und so. Halt den so an mich. Zurück. Könnte schlimmer sein. Ich gucke so nach unten. Ja, und dann mache ich in dem Schrank, wo ja noch sehr viel Platz ist, hänge ich den quasi in die andere Ecke. Da würde ich quasi Anzug und dann das schiebe ich so zur anderen Seite rüber. Gut. Dann gucke ich mal auf die Uhr, wie spät ist es? Ja, es wird jetzt so kurz nach Mitternacht sein. Ja, dann würde ich mich erstmal nochmal ein paar Minütchen hinsetzen, dann relativ früh. Bisschen Fernsehen gucken wahrscheinlich. Und dann irgendwann so in einer Stunde mich dann nochmal aufmachen zur Bar. Dann nochmal ein bisschen quatschen mit der Lady. Im Auto, dass ihr den hereinkommen seht. Ich glaube, wir würden mal noch. Der trägt keine Kleider. Danke. Was? Der trägt keine Kleider. Sieht zumindest nicht danach aus. Ich meine, man weiß ja nie, aber das Kleid, was wir gefunden haben, passt dem bestimmt nicht. Ach. Nee. Das ist die gute Frage. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht einfach ein bisschen abwarten. Ob vielleicht noch jemand nach Hause kommt? Warten wir. Weil so diese Geschichte mit dieser Blutlache unter dem anderen Trailer. Es war schon sehr eindeutig, ja. Und sehr unvorsichtig, oder? In der Tat. Dann lass uns doch, ich meine, die Nacht ist noch jung. Lass uns doch noch ein bisschen warten, was da noch so passiert. Ja, das stimmt. Ich würde das irgendwie gerne schnell von irgendwie über die Bühne bringen hier. Irgendwie ist das unangenehm, in der Schuld von jemandem zu stehen. Das tun wir aber so oder so wahrscheinlich. Auch, ich weiß nicht, ob es schlau ist, das jetzt irgendwie zu hetzen. Und wir haben de facto ja zwei Aufgaben. Ja, die anderen machen ja was anderes. Ja gut, aber die Wahl findet erst in einer knappen Woche statt. Das heißt, richtig beschleunigen können wir das Ganze eh nicht. Das stimmt. Ich bin so gespannt, weißt du? Ein guter Bekannter von meinem Sire kommt von hier. Ist das der Grund, warum wir hierher gekommen sind? Mein Sire hat immer früher gesagt, dass er sich jemals zur Ruhe lassen will oder so. Das wäre sicher hier. Und irgendwie wirkt dieses kleine Städtchen auf mich auch ziemlich beruhigend. Selbst hier dieser Trailerpark. Macht dir das mit den Kammernjägern keine Sorge? Die gibt's überall. Ich habe noch keine gesehen hier, das ist ein gutes Zeichen, oder? Wie lange hat es in Sacramento gedauert, bis du sie gesehen hast? Ziemlich schnell. Die Bekannten vom Dicken haben uns ziemlich schnell Bescheid gesagt. Nicht, dass wir mit dieser Information viel hätten anfangen können. Ich traue dem Frieden in dieser Stadt hier noch nicht. Dass der Prinz hier fehlt, ist natürlich eine merkwürdige Situation.
Vielleicht solltest du Veronica bei Gelegenheit fragen, was mit dem Prinz davor passiert ist. Hm. Weil nach dem, was mir John erzählt hat, ist das ja nicht unbedingt üblich. Das ist richtig. Und hier so nah an der Grenze nach Mexiko ist es für eine Stadt, in der die Camarilla haust, sehr ungewöhnlich, dass man so lange keinen Prinzen hat. Wir haben noch nicht genau nachgefragt, warum. Also wie lange der Prinz weg ist, oder? Nee. Hm. Bin gespannt, was der Dicke herausfindet. Der ist gut in sowas. Du könntest es auch. Lass herausfinden. Immer mehr die anderen machen. Ich bin's leid, das selber zu machen, weißt du. Ich habe das so oft machen müssen. Es tut gut, dass wenn das andere machen. Mhm, und du gibst John damit Macht in die Hand, das ist dir schon klar. Und? Du weißt, dass ich ihm nicht traue. Ich kenne ihn länger als du. Mhm. Er hat dich schon ganz schön in Schwierigkeiten gebracht. Ich war schon so oft in Schwierigkeiten, aus die er nämlich rausgezogen hat, weißt du. Wir sind dein Klüngel, wir passen aufeinander auf. Wäre schön, wenn du daran denkst, dass ich da auch dazu gehöre inzwischen. Hm. Ich habe keinen Bock, mich von den beiden immer, wenn ich irgendwas wissen will, über diese neue Art von zu den beiden gehen, weil du mir ja keinen Ton davon erzählst. Und andererseits muss ich mich die ganze Zeit von denen rumschubsen lassen. Versuchen hier was aufzubauen, damit du sicher bist und nichts fragen musst. Ein bisschen was sollte ich schon wissen. Was? Was ich jetzt John und dem Dicken weiß. Was willst du wissen? Wie ich meine Kräfte benutzen kann? Da hast du dich ja schön aus der Fähre gezogen und einfach alles abgeblockt. Das ist nicht das, was ich unter Schutz verstehe. Es fällt ihm schwer, nach dem, was du gesagt hast, dass er dich nochmal anguckt gerade. Du merkst, du guckst so rüber, guckt wieder weg, guckt wieder rüber. Ja, vielleicht hätte ich das machen sollen. Das wärst du mir eigentlich schuldig gewesen. Ja. Schuld. Also ich würde sagen, wir warten jetzt hier noch ein bisschen und beobachten mal weiter, was passiert. Und sagen wir mal, wenn wir in 2-3 Stunden, wenn sich da nichts getan hat, dann können wir reingehen. Mhm. Warum willst du deine Kräfte benutzen? Jetzt mal ehrlich. Weil ich sie wahrscheinlich brauche? Wofür? Du hast sie bisher nicht gebraucht. Wenn ich essen will, brauche ich sie ab und zu? John und der Dicke können dich versorgen. Du musst nicht jagen. Das ist mir ein bisschen zu unsicher. Ich habe schon in meinem Leben versucht, auf eigenen Füßen stehen zu können. Davon werde ich jetzt nicht abrücken. Ihr seid jetzt da.
Und was ist, wenn ihr nicht mehr da sein solltet? Oder? Was sollen wir denn machen? Wir sind unsterblich, Sam. Uns klebt die Inquisition am Arsch. Vorübergehend. Deshalb waren wir ja die ganzen letzten Monate ständig unterwegs. Ja, und deswegen sind wir jetzt hier, wo es eigentlich ganz schön ist. Wo die Kammerjäger gerufen worden sind? Wenn wir uns ein bisschen ruhig halten, gehen sie auch wieder. In einer Stadt, in der ein Machtvakuum herrscht? Noch. Wie gesagt, das ist eine beunruhigende Sache, aber eine, die man nutzen kann. Hast du den Ventru in dem diesen Isaiah? Irgendeiner wie er wird sich aufspielen, wird die Macht ziemlich schnell an sich reißen und diese Stadt beherrschen, uns einen kleinen Teil davon abgeben und dann sind wir in Ruhe. Und warum sollte er das tun? Dieser Isaiah wirkt jetzt nicht gerade wie jemand, der einem einfach so etwas abgibt und einen dann in Ruhe lässt. Vielleicht hast du recht, vielleicht sollten wir daran arbeiten, dass Isaiah das Ganze übernimmt. Ich denke, mit dem komme ich klar. Und John auch. Ob John mit ihm klarkommt, das bezweifle ich. Hat er ja schon. Naja, aber ich weiß nicht, ob das zu einer friedlichen Koexistenz führen könnte. Ich denke irgendwie, wenn du sagst, mit Isaiah könnten wir ein ruhiges Leben führen, dann haben wir immer noch das Problem, dass du John ruhig bekommen musst. Weil ich glaube nicht, dass das friedlich mit den beiden funktionieren wird. Ich sorge schon dafür, dass es friedlich bleibt zwischen dem. Also fängst du wieder an, wie eine eigenständig denkende Persönlichkeit zu handeln. Nicht so wie auf dieser Spendenveranstaltung. Wo du uns alle verdammte Schwierigkeiten hättest bringen können. Du hast recht, ich bin's leid. Vielleicht ist das da ein bisschen mit mir durchgegangen. Aber dafür, dass wir uns hier unseren Platz suchen müssen, dann muss ich wohl über meinen Schatten springen. Wenn das stimmt, was ich vermute, was in dieser Stadt los ist, haben wir hier wirklich einen guten Platz, Sam. Und was vermutest du, was in dieser Stadt los ist? Dass es hier ziemlich viele Angeber gibt, unserer Art. Und keinen wirklich, alten mit Durchblick. Und wer soll die Rolle dann einnehmen? Ich bin dafür, dass es einer von diesen Aufschneidern einnimmt, diese Rolle. Und dass dieser Aufschneider eine gehörige Portion Respekt vor dem hat, der ihn auf diesen Posten gehievt hat. So läuft das. Kein Prinz wird einfach so Prinz, weil er das selber schafft. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Läuft wie in der menschlichen Politik auch. Es wird geschmiert, gehandelt, Gefallen werden eingelöst. Und ich denke, wir als Klüngel aus uns vieren. Nun, ich muss ein bisschen mehr herausfinden über die Toreador hier in dieser Stadt. Aber soweit ich weiß, war der Axtprinz Toreador. Dann haben wir eine Aufgabe, wenn wir mit der Sache hier erstmal fertig sind. Deswegen sagte ich ja, sollten wir sie schnell hinter uns bringen.
Und dann holen wir uns diesen Isaiah. Der ist mir ein bisschen überambitioniert und das weiß ich zu nutzen. Und glaub mir, wenn ich John davon erzähle, er wird begeistert sein, ihn spielen zu dürfen. Gut. Das kann John ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob er das durchschauen wird, dieser Eisherr, aber seine Machtgier ist, glaube ich, größer als seine Vorsicht. Nun gut. Ich hoffe, ich kann mich auf dich verlassen. Wir sind ein Klüngel, wir fassen aufeinander auf. Denk daran, bevor du das nächste Mal wieder Dummheiten machst. Ich mache keine Dummheiten. Ich glaube nicht, dass John und der Dicke irgendwie da großen Wert drauf legen. Auf. Dann musst du sie davon überzeugen, dass du Wert hast. Du hast gesagt, du würdest gerne selbst entscheiden und gerne selbst deinen Platz suchen. Gut. Überzeug sie davon, dass du deinen Wert hast. Dass du mehr bist als mein Anhängsel. Gut. Schau mal, da geht die Tür wieder auf. Da kommt er wieder raus. Ja, Bruce geht, also hat wahrscheinlich jetzt auch wieder irgendwie das Hemd ausgezogen, sich auch mal umgezogen und auch Fernseher ausgemacht und so weiter. Und stellt sich so einmal so auf so eine paar Treppen, die er da hat, und ein bisschen triumphierend irgendwie die Gegend so. Heute läuft's. Ich wollte sagen, heute läuft bei dir. Ich schaue mich einmal so um und ja, mach doch mal einen Wits- und Awareness-Test. Wits und. Und wenn Samantha vermeiden will, dass sie gesehen wird, macht, kann sie ja mal dagegen würfeln mit Wits und. Oh Gott! Ja. Wits und Stealth. Ich habe 6 Erfolge. Oh ja. 10. Bruce, du hattest einen Hunger, ne? Ja. Das heißt, dein Tier bricht aus, weil die 10 am Anfang ist ein Hungerwürfel. Das heißt, das Tier bricht aus? Ja, das ist ein Bestial Crit oder so nennt man das. Das heißt, du crittest damit und das passiert auch genau, ne? Also du, die ganze Sache gelingt dir besonders gut, aber auf die Art, wie das Tier das machen würde. Und wie würde das wohl aussehen bei Bruce? Wie scannt das innere Tier in Bruce die Umgebung um sich, nachdem es gerade so das Gefühl hast, ich bin der König der Welt? Ja, ich strecke ja auch meinen Brustkorb einmal durch und nehme so einen tiefen Zug einmal. Und wahrscheinlich, da ich ja auch, ne, Angry und da ich auch ein bisschen geweitete Sinne habe, und das Tier würde quasi Witterung aufnehmen, so von irgendwo etwas, was nicht hingehört. Und dann würde ich einmal wieder in so einen tiefen, also atme ja nicht, aber so, einmal so tief einmal das wahrnehmen und dann würde ich so zielgerichtet irgendwie in diese Richtung starren einmal, so. Auf diesen Wagen wahrscheinlich so. Und dann erstmal so ein bisschen fokussieren, wie so ein Raubtier wahrscheinlich so. Ja, die beiden in dem Wagen wahrnehmen als etwas, was hier nicht hingehört, ja. Genau. Und na gut. Ja, und an der Art, wie er schaut, merkt man irgendwie, dass er wiederum nicht ganz normal ist. Ja, schaut wahrscheinlich echt aus, ne, irgendwie von seiner ganzen, Bewegung her, wie er sich bewegt, auch so ein bisschen aus dem, wie so ein Raubtier, was gerade so die Witterung aufgenommen hat, irgendwie.
würde dann so Schritt für Schritt erstmal weitergehen und dabei diesen Wagen nicht aus den Augen lassen. Und sich dann halt so langsam diesem Wagen nähern. Und da mal genaueren Blick auf. Ja gut, ich würde mir, wenn ich das bemerke, Andrew am Kragen schnappen und anfangen, ihn zu küssen. Na, Bruce, da ist ein Pärchen, das sich küsst. Verdächtig sieht es aus. Zuerst gucken sie zu dir rüber und dann, weil das war ein Crit, ja. Vielleicht stehen wir auf Zuschauer. Das kann gut sein, aber da hat er einen Zuschauer auf jeden Fall gewonnen. Der will in die erste Reihe auf jeden Fall. Der kommt auf, also ich gehe auf jeden Fall auf diesen Wagen zu. Und ich ziehe jetzt nicht die Waffe oder so. Das ist irgendwie nicht so Boost-Stil, aber der wird vielleicht dann einmal so einen Blick werfen zu dem. Ich würde ihn jetzt Frank taufen, den irren Typen, Verschwörungstheoretiker. Einmal so, ob der gerade da ist. Nee. Und dann wieder auf das Auto zurück. Perfekt. Dann muss ich mir das nicht nachher anhören. Und dann gehe ich einmal, ja, ich auf die Fahrerseite. Glaub an. Auf der Fahrerseite würde ich sagen, sitzt Sam, weil Andrew relativ ungern fährt. Ja, dann lasse ich das Fenster runter. Lass von Andrew ab und lass das Fenster runter. Gibt es ein Problem hier? Und der guckt so ein bisschen, der Augenbraue nach oben, guckt er so dich an. Ist irgendwas Interessantes? Oder so? Am Anschlag? Er wirkt so ein bisschen gereizt aus. So. Ja, das hört sich jetzt total bescheuert an, aber wir haben mit diesem Kerl da drüben geredet und er hat gemeint, dass hier Aliens wären. Frank erzählt immer sowas. Was wollt ihr von mir? Ich will nichts von dir. Ich hab schon jemanden. Deshalb habt ihr beide mit. Oder hast du Interesse mitzumachen? Nein, aber was wolltet ihr wirklich von mir? Ich hab gesehen, wer mich beobachtet hat. Was soll überhaupt nichts zu machen. Aber nette Idee mit dem Umknutschen. Ja, er wird auch wahrscheinlich sehr fokussiert jetzt auf dich sein, wenn er sich raushält. Andrew beugt sich so zu Sam rüber und so, als ob er ihr irgendwie so am Ohr knabbern will oder so und flüstert so in das Ohr rein so. Nimm's als Übung für den Wertbeweis. Bist du mit der Situation klar? Romeo, ich rede gerade mit der Lady. Schnauze halt. Dreht sich so noch ein bisschen so nach vorne weg. Ich starre wahrscheinlich sie an, aber ja. Setzt so ein Lächeln auf. Lehnt sich dann so ein bisschen zurück und so ein bisschen in Beobachtungsposition zu gehen. So ein bisschen interessiert und blickt dann auch so zu Sam. Hm. Ja, und Bruce ist ja auch ein relativ großer Typ. Also tatsächlich so knapp unter 2 Meter. Also wirklich sehr knapp. Und lehnt sich dann auch so ein bisschen weiter runter, legt sie mit den Armen ab, das Autodach, und dann schau dich genau an, so, also, aus mit der Sprache. Und ich schau dir halt auch in die Augen wahrscheinlich, oder fokussiere dich irgendwie in meinem Blick. Ja, das kann ich genauso zurückgeben. Staring Contest. Muss auch mal sein. Weiß nicht, wie das mit dem tierischen Cut ist. Ich glaube, weiß nicht, ob das Bruce jetzt gewinnen würde. Keine Ahnung. Ja, das war ja für den Test eben. Für die Wahrnehmung. Wenn ihr euch so einmal vergleichen wollt, wer den Staring Contest irgendwie gewinnt, würde ich sagen, ja, das warum ist, nicht? Wow. Composure und Intimidation würde ich würfeln lassen. Composure und Intimidation? Oh, ja, okay. Also ein soziales Durchhaltungsattribut und die Einschüchterung. Oh, immerhin einer. 10. Bruce hat einen Erfolg. Und Sam hat einen. Ja, auch einen Erfolg. Kein Crit. Ja. Ich hab 2, oder? Ja, 2 Erfolge, ja. Aber kein Crit. Nee, ich dachte zuerst wieder, es wäre ein Crit, aber es ist ja nur eine 10. Dann wäre nämlich das mit der Vampir schon wieder durchgekommen. Ja, aber das heißt, ich habe einen mehr wie Bruce. Genau, ja, das heißt, ja. Sam gewinnt den Staring Contest.
Ja, und dann irgendwann wird er dann bloß so genervt fackeln. Und dann leckt man ruhig weiter rum. Und dann gehe ich wieder einfach so richtig abrupt wieder nach vorne. Und ja, gehe dann zu meinem Auto. Und guck dann die ganze Zeit irgendwie so hin. Zu euch so her. Und schüttelt so den Kopf und so. Und grummelt so was in seinen voluminösen Bart so. Lass mir ihn gehen, Schatz. Wir fahren ihm hinterher. Ist einer von uns. Ja. Spricht was dagegen, ihm hinterher zu fahren? Nein. Weil wir wissen, wir suchen eine Frau. Er ist schon mal keine Frau. Vielleicht kennt er eine. Ich bin sicher, dass er eine kennt. Deshalb ist es doch eine interessante Idee, ihm zu fahren. Gut, dann fahrt ihr ihm hinterher. Bruce, du wirst verfolgt. ja. Wenn ich das auch wahrnehme, würde ich dann auch erstmal so... ich kenne mich ja ziemlich gut in der Stadt aus. Schon ein bisschen länger. Da würde ich erstmal... Also ich will auf jeden Fall Ende soll nachher sein am Karnes, in meinem Pub. Aber ich will dann erstmal so ein paar Schleichwege fahren, wo auch schnell mal so eine Abbiegung kommt, wo man mich einmal ganz gut verlieren kann. Ja. Wo machst du nicht so ganz gut? Hallo? Ja, wir hören dich. Ja. Okay, gut. Schön. Ich habe nur den letzten... Ach so, ja, ich würde halt, weil ich mich relativ gut auskenne, in der Stadt mir auch kleinere Straßen suchen, wo schnell mal eine Abbiegung kommt, wo man mich auch mal schnell verlieren könnte. Ich bin Krankenwagen gefahren. Ja, ich glaube, ich das. Dann machen wir doch nochmal einen Test irgendwie auf Resolve und Drive. Gucken, wer das so schafft. Und denkt dran, ihr könnt auch euer inneres Biest aktivieren, um extra Würfel zu generieren, wenn ihr das unbedingt möchtet. Dann muss man aber so einen Wurf machen. Genau, ob dein Hunger steigt, ja. Ja, komm, ich mach das mal. Also da ist ja Bruce jetzt wieder sehr hinter. Zwei Erfolge schon mal für Sam. Also ich mache erstmal diesen einzelnen D10er, ob der Hunger steigt oder nachher? Ja, erstmal den, ob der Hunger steigt. Nein, steigt nicht. Wenn ich mich. Das war noch was, bitte? Drive und Resolve. Resolve. Ja, Crit. Das ist wieder ein Crit, ja. Und auch, schon wieder das Tier, was crittet. Mein Gott. Wie macht das ein Tier? Ja. Wie will das innere Tier in Bruce diese Verfolgungsjagd gewinnen? Auf jeden Fall sehr dramatisch wahrscheinlich. Wie mit so einer... Dass ich auch mal so leicht driftend irgendwie um die nächste Ecke fahre. Und dann so zwischen... Also Straßensicherheit, so. Gesetze, was ist das? Naja. Das ist ja egal für mein Tier. Und fahre auch dann mal so an Stellen, wo... nicht so viel los um die Zeit, fahr ich dann auch mal meine 80, 90, 100 km/h einmal bis zur nächsten Kreuzung und dann einmal wieder beinahe driften um die nächste Ecke. Und guck halt dann nur so sporadisch, ob links, rechts mal was kommt, so einmal. Ich kenne mich halt gut aus. Was denn? Gut, ja. Und dann, ja, fahr ich so 5, 6 Kurven und ja. Ich hatte einen guten Vorschlag halt für die Konsequenz. Ja. Für diesen Messy Critical. Du bist halt gerade einfach irgendwie durch an einer Streif vorbeigefahren oder an einer Radarfalle. Ja, also es ist immer noch, also er gewinnt das Rennen auf jeden Fall mit sehr, also er kennt sich aus hier in der Stadt und Sam, du hast sehr starke Schwierigkeiten, ihm zu folgen. Und erst recht, als er dann nach dieser einen Kurve auf einmal mega aufs Gas drückt und den Motor aufheulen lässt und ja auch wirklich anfängt, irgendwie die Fußgängerwege zu schneiden und die rote Ampel zu überfahren, sodass die anderen Straßen, also die anderen Autos irgendwie unter quietschenden Reifen standhalten müssen. Und ja, es ist keine Streife oder sowas unterwegs, dafür ist das jetzt einfach nur ein Crit und kein Patzer. Aber das sorgt auf jeden Fall dafür, dass sehr viele Leute auf dich aufmerksam werden.
Und du kommst davon und hast Schwierigkeiten irgendwie, sodass die Ruhe wieder zu kriegen. Also du bist voll in diesem Rennmodus drin. Und fährst auch über die nächste Ampel noch drüber und guckst in den Rückspiegel und du siehst den Wagen schon nicht mehr, der dich verfolgt, aber irgendwie irgendwas in dir drin will weiterfahren und schneller und schaltest wieder den Gang wieder runter, damit irgendwie der Motor noch weiter aufholt, genau, und du noch weiter beschleunigen kannst. Ja. Ich würde dann aber auch wahrscheinlich dann aus der Stadt fahren, weil wo kann man richtig schnell fahren, ist ja erstmal ein bisschen weiter außer. Und dann, ich habe ja so einen Standardplatz, wo ich immer mal wieder Sterne und so, wo auch dann in der Natur fahre, das ist ein bisschen weiter raus, da würde ich dann einmal mit Vollgas immer hinfahren. Und dann werden die Pläne mit der Kneipe erstmal beiseite geschoben. Das Erste. Das Ganze führt allerdings dazu, dass ich Sam jetzt nochmal einen Wurf zugestehe auf Wits und Awareness, um zu gucken, ob dir das auffällt, wo die Passanten hier total geschockt gerade sind, weil sie zur Seite springen mussten, weil hier so ein Rennfahrer durch die Gegend gefahren ist, ob du dadurch die Spur wieder aufnehmen kannst. Ja, auch das ist ein Crit, aber ein ganz normaler Crit. Und ja, das heißt, du wirst es irgendwie hinkriegen, irgendwie da. Du siehst den Wagen noch lange nicht, weil der ist weg. Aber die Folgen siehst du noch, so die einen, den Briefkasten, den er umgefahren hat und den Vorgarten, wo er durchgefahren ist. Ja. Oh, Kacke. Dann folgen wir doch mal der Spur. Morgen alles in der Zeitung, ne? Ist klar. Ja, du bist mit deinem Taxi unterwegs, oder? Ich glaube, ich habe noch einen eigenen. Aber. Nee, du hast das Taxi immer, ja. Ja. Oh, das könnte vielleicht für die schlecht werden, was Kundschaft in Zukunft angeht. Wanna Taxi. Ja, wird dann halt nach zu so einem kleinen Raststätte wahrscheinlich fahren, die das ist, die so ein bisschen im Nirgendwo, vielleicht zwischen diesem außergewöhnlichen Motel oder so und den Trailer Park, oder dann da aussteigen. Die Tür zu knallen, dann irgendwie nur visorisch abschließen und dann gibt es da so einen kleinen Trampelpfad, der so ein bisschen durch diese Dünen und in diese Wüste quasi führt. Und dann würde ich mich da quasi reinbegeben und auch irgendwie richtig schnellen Schritt ist irgendwie fokussiert, irgendwie da hinten ist so eine Anhöhe, da kann man sich gut hinlegen, dann würde ich da jetzt einfach gerade hin, um so ein bisschen runterzukommen. Und ja, wahrscheinlich ziehe ich in eine Staubspur hinterher. Okay. Ja, dann verliert sich die Spur. Also ihr findet das, Sam findet das Taxi dann auf diesem abgelegenen Platz, wo er es abgestellt hat. Weil Bruce ist weg. Dann würde ich sagen, wir stellen unser Auto auch da ab, steigen mal aus und suchen ihn. Und zur Not, irgendwann wird er ja, zumal wenn er einer von uns ist, sehr wahrscheinlich wieder zu seinem Auto zurückkommen, weil er ja vielleicht irgendwo nach Hause muss. Ins Dunkle. Ja. Ja, wie lange dauert das denn, bis Bruce sich wieder einhat? Ja, er hat sich halt dann immer hinter diesen Hügel verzogen. Da ist halt so eine Stelle, wo so ein bisschen ein bisschen Steppengras ist, was er sich so schon vorher mal so ein bisschen zurückgebogen hat, ist dann reingelegt. Stellt er immer wieder auf und schlägt aber mit seiner Faust in diesen Sand rein und dann so, fuck, scheiße, und schlägt halt immer wieder auf das Ding ein. Das dauert bestimmt so ein Stündchen, bis wenn du dich da abreagierst, dann wird man das garantiert irgendwie ja mitkriegen, wenn man da in der Nähe ist. Also dann wird Sam das wohl mitkriegen. Naja. Ich gehe nicht davon aus, dass mit ihm und dann sitzt er halt da und so, scheiße. Soll ich mitkommen? Warte du mal hier beim Auto. Ein bisschen enttäuschter Blick, aber er bleibt. Du wolltest, dass ich alleine gehe. Dass ich das alleine rege. Nimm die Schlüssel. Falls er versucht abzuhauen, dann kannst du ihm hinterher. Es zumindest versuchen. Und dann würde ich mich mal in Richtung von dem Lärm machen. Ja, ein tobender Bruce mitten in der Steppe. Ja.
Der Typ halt schlägt noch vielleicht einmal so einmal Köpfe in diesen Sand. Also schnauft halt nicht, aber so ein bisschen, er kommt so ein bisschen runter und hat so. Es dauert auch was, bis Sam dich findet. Also die mussten ja erstmal die Spur verfolgen. Ich weiß nicht, ob ich bis dahin noch in, so ein bisschen in Rage bin oder das irgendwie mitkriege, wenn sich jemand nähert, der jetzt auch nicht so oft hier, das war ja schon relativ oft, wir hören immer irgendwie laut irgendwie Äste tritt oder sowas, oder auf irgendwie Kaktus rumtritt oder sowas, weiß ich. Ja, also ich sag mal, so die letzten paar Meter wirst du mitbekommen, dass da jemand kommt. Mhm. Okay. Ich würde mich langsam nähern und stehen bleiben, falls er in meine Richtung kommt. Würde halt dann irgendwann, wenn ich mal ein Geräusch höre, irgendwann so zusammenzucken und wir in Richtung schauen. Nimm meine Hände so. Guck einmal so ganz grob in die Gegend, so kurz über den Hügel, einmal so einen kurzen Blick werfen. Und dann auch vielleicht auch mal ein paar Schritte dann in die Richtung gehen. Können wir jetzt reden? Ich schätze mal, wir sind noch so ein paar Meter. Guck dich so ein bisschen an. Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. Und ich drehe mich dann irgendwie um und gehe wieder in eine andere Richtung. Ich laufe ihm hinterher. Können wir über das blutige Kleid in deinem Trailer reden? Nein! Und ich drehe mich um und gehe weiter. Ich will überhaupt nicht mit ihnen reden. Wer sind sie überhaupt? Verziehen sie dich? Was wollen sie von mir? Und dann gehe ich so... Ich suche jemanden. Schön. Gehen sie zur Polizei oder so, ist mir doch egal. Die Polizei ist ja nicht die richtige Adresse. Das ist sehr schade. Und dann... Also ich laufe quasi so ein bisschen im Kreis, dass ich wieder irgendwann langsam zum Taxi komme. So. Ja. Ich versuche ihm mal den Weg abzuschneiden. Mhm. Ich glaube. Ja? Ja, schon. Nee, mach du. Ja, wenn du dich quasi so vor ihm drängst, ich stelle mir das gerade vor, irgendwie so einen Schritt schneller so ein bisschen vor ihm kommst, oder? Dann würde er dir nicht so. Was ist ihr Problem? Und dann würde er probieren, halt an dir vorbeizuziehen, dich so wegzuschubsen, so. Das kannst du mich bitte. Und er natürlich voll ist und knackt so ein bisschen. Merke ich eigentlich, dass sie... Ach ja, ich habe ja von durch die Warnungsprobe gemerkt, dass sie irgendwie... Das ist sie irgendwas ist da komisch, ja. Ja. Mhm. So, dein Inneres hat dich wahrscheinlich gewarnt, irgendwie so Achtung, Gefahr. Mhm. Ja, dann würde ich irgendwann, wenn sie sich so vor ihn drängeln, würde ich dann immer stehen bleiben und sie immer so richtig gut achten, so. Sie kommt mir irgendwie nicht bekannt vor, falls sie beim Gesundheitsamt irgendwie waren. Ist selber. Nein. Sie aus diesem Black, die letztens vor meiner Tür standen. Alles gut mit meinen Gasrechnungen und so. Können jetzt gehen. Und dann will er probieren, so wieder an dir vorbeizukommen. Wahrscheinlich nichts. Sondern. Nee, ich würde sagen, deine Gasrechnung interessieren mich und deine Gasrechnung und deine Gasleitung interessieren mich einen Scheiß. Gut. Dann haben wir das ja schon mal geklärt. So. Ich möchte wissen, wie in dermaßen blutiges Kleid in deinen Wohnwagen kommt. Und wem dieses Kleid gehört. Weil deins ist es nicht. Okay. Andrew sitzt im Auto und ruft, weil sie zu lange war. Ich wollte gerade sagen, oh, mal rein. Ja, er guckt dich so ein bisschen einschätzend an. So. Ich glaube nicht, dass sie das angeht. Das sind immer noch meine Sachen, was in meiner Wäsche ist. Ich habe
guckt so ein bisschen, wahrscheinlich immer noch so halb in Rage, immer so. Hören Sie mal. In letzter Zeit ist viel, viel passiert in der Stadt. Es war vier Jahre und jetzt auf einmal passieren irgendwelche Dinge. Ich habe gerade angefangen, mir hier ein neues Leben aufzubauen. Und er macht so ein bisschen dieses Shonshi-Dom jetzt hier so. Lassen Sie mich einfach in Frieden. Ich habe Sie auch nicht mich beobachten vor meinem Haus gesehen. Ist alles okay. Sie können ja hier als Gesundheitsbehörde machen, was Sie wollen. Ist mir egal. Ich aber bin nicht von der scheiß Gesundheitsbehörde oder... Ist mir scheißegal, von wem du bist. Du kannst auch FBI, CIA, was du auch immer ihr seid. Geht mir einfach nicht auf die Eier. Ich habe gerade mein Leben hier hinbekommen. Deswegen lass mich einfach in Frieden. Okay? Ich suche jemand, der von unserer Art ist. Ja, dann wahrscheinlich mal so bei ihm klicken. Gehe ich mal von außen. Aha. Das ist schön. Und er probiert dann ganz leicht sich immer an dir vorbei zu mogeln. So. Immer so ein paar Schritte so. Eine Frage noch, dann kannst du gehen. Ja. Gut. Ich suche eine Anna, rote Haare. Kennst du die? Weißt du, wo wir die finden könnten? Ja, er überlegt so ein bisschen Anna. Ich habe so eine letztens in der Innenstadt gesehen. Glatte Haare, hat so ein Sommerkleid getragen oder was? Für Taxifahrer, ich sehe oft Leute. Keine Ahnung. Anna. So ein Sommerkleid wie das, was in deinem Wohnwagen lag? Nein, mehr so. Pünktchen und keine Ahnung, was das für ein Kleid ist, Mann. Das ist mir doch scheißegal, ob sie tragen. Merkt man eben das an, dass er irgendwie so länger nachdenken muss? Ja. Mach doch mal ein Wits und Insight. Zum Einschätzen seiner Sachen. Ach so, okay. Ein. Gott sei Dank, würde ich sagen. Ja, ein Erfolg. Er denkt lange nach, aber das wirkt jetzt nicht wirklich irgendwie auffällig oder so. Okay. Ja. Gut, dann sonst noch. Keine Ahnung. Gibt viele Rothaarige. Gut, weil eine Freundin von ihr macht sich nämlich Sorgen um sie. Weil sie vor längerer Zeit wohl verschwunden ist. Und diese Freundin würde es, glaube ich, sehr gerne sehen, wenn sie mal wieder treffen könnte. Ja, wenn das nickt, der Sohn. Mhm. Vielleicht, wenn du sie noch mal siehst. Wir sind in dem Hotel. Vielleicht könntest du uns Bescheid sagen, dass wir mal mit ihr reden können. Ja, ja gut, so ein bisschen nach unten. Wenn ich Rothaarige sehe, die von unserer Rasse, gebe ich Bescheid. Auf jeden Fall. War es das jetzt? Ja. So. Gut. Und er knackt einmal mit seinem Kiefer so. Dann lass mich jetzt in Frieden und gehe so schnurstracks. Also er weiß auch genau, in welche Richtung wir gehen wieder ins Taxi. Werde ich dir auf den Fersen folgen, also als fährt Andrew. Ja, wenn du. Also, wie jetzt halt irgendwie Abstand von den Gewinnern hat man gehofft, dass du, also hat er halt selber nicht gut durchdacht. Du wirst wahrscheinlich auch da geparkt haben. Dann geht er wahrscheinlich erstmal nochmal so einen kleinen Umweg, geht wieder zu diesem Hügel
und dreht dann nochmal quasi so eine Ehrenrunde. Dass ihr quasi so genug Zeit hast, dass ihr schon fahren könnt. Theoretisch. Und Samantha geht zurück. Mhm. Und ich werde Andrew von dieser denkwürdigen Begegnung erzählen. Ich bin stolz auf dich. Für das, dass ich nicht wirklich was rausgefunden habe? Nein, dafür, dass du das zivilisiert über die Runde gebracht hast. Was hätte ich sonst tun sollen? Deine Kräfte einsetzen? Hätte sich jetzt nicht so richtig angeboten. Sag ich doch. Ich bin stolz auf dich. Danke. Mach dir die Tür auf. Schlüssel? Bitte? Ja, und wir schwenken noch einmal hier rüber zu Isaiah, der mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht aus der Wahlveranstaltung oder aus der Wahlbüro herauskommt und sieht, wie hinter ihm quasi die Panik ausbricht und das genugtuend in seinem Rücken irgendwie geschehen war jetzt. Und ja, was tust du mit deinem Triumph? Diesen Triumph werde ich gleich betrinken gehen, nachdem ich ihm noch eine kleine Krone aufgesetzt habe. Denn Isaiah ist ja nicht in den Kopf gefallen und weiß, dass Medien alles machen. Mhm. Also ruft er jetzt bei der Lokalzeitung an und verspricht ihnen einen Detailbericht, eine Erzählung, ein Tell-All, ein Exklusivinterview mit einem der Wahlkämpfer für Shane Jones und wie da im Moment alles brennt und keiner glaubt mehr an die Sache. Der Wahlkampfleiter ist mitten im Wahlkampf einfach abgehauen. Mhm. Und was da alles noch passieren wird, das ist ja furchtbar. Und er verbringt so ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten, klingelt sich zu einem Reporter durch, der Interesse an sowas hat, Politresort. Mhm. Und erzählt ihm wirklich alles und wie dreckig es sei. Und er übertreibt mal ein bisschen. Aber er bleibt im Wesentlichen bei den Fakten. Mhm. Aus einer gewissen Perspektive natürlich. Und nachdem er das losgeworden ist, geht er in einen, macht sich auf den Weg in einen der etwas besseren Läden der Stadt. Eine schöne, eine Bar für Bessergestellte. Mhm. Denn er hat Durst. Ja, auf dem Weg, oder gehst du zu Fuß oder nimmst du ein Taxi? Gehst zu Fuß. Ja, musst du ein bisschen gehen. Heute gerne. Denn dein Weg führt dich durch den Park, der in der Mitte ist. Und ja auch an diesem großen Hotel vorbeiführt, wo die Veranstaltung war, auf der ihr euch kennengelernt habt. Dann darfst du einmal kurz Wits und Awareness würfeln. Wits! Du brauchst zwei Erfolge, würde ich sagen. Da habe ich zwei und Awareness habe ich nichts, also würfel ich auf die zwei. 2 wie 10. Ich habe im Moment 3 Hunger, ich würfel aber nur 2 Würfel. Ist das schlecht? Ja, normalerweise wird das dann reduziert auf die 2 Würfel. Wir hatten uns, glaube ich, darauf geeignet, damit der Hunger mehr durchkommt, dass du erstmal die 2 Würfel ganz normal würfelst, das ist dann deine Probe und dann nehmen wir den dritten hinterher und falls der nochmal relevant ist mit 1 oder 10, dann schauen wir nochmal. Okay, alles klar. Dann würfel ich erstmal meine Probe. 2 wie 10. Das Hausregel nicht, dass das irgendwer eine denkt, das wäre so dann. Also normal ist. Da hast du. Ich glaube, du hättest das D schreiben müssen, 2 W10. Oh. Ja, sorry. Das ist, 20 ist Englisch geprägt. Ich bin das. Das mache ich auch immer. Schau da.
Das ist kein Erfolg. Aber es ist auch keine 1 und keine 10. Also ist der... Ja, das könntest du auf dem letzten Würfel jetzt von dem Hunger noch eine 1 würfeln, dann wäre es ein Critical Failure. Gucken wir. Nein. Gott sei Dank. Gut. Ein irrelevanter Erfolg. Ja, okay. Den wir nicht zählen. Ja, okay, dann bekommst du erstmal nichts mit. Ja. Und schlenderst da so durch den Park. Dann kreuzen zwei Gestalten deinen Weg, irgendwie zwei junge Männer in schwarzen Anzügen, die so kurz so zu dir rüberblicken. Dann aber recht zügig irgendwie auf diesem Wegkreuzung, auf diesem Schotterweg irgendwie wieder gerade weitergehen. Sind das so vom Typ her, würde ich sagen, so Kanten. G-Mans oder also Leute von irgendeiner Agentur? Government Agency oder würde ich eher sagen? Also, Schwarze Anzüge. Ja. So eine leichte Jacke haben die über. Ja, so ein Windbreaker, ja. Klingt nach Gesundheitsamt. Ja. Ich behalte die beiden mal so ein bisschen im Auge, gucke denen so nach, wie die so da weglaufen, aber ansonsten ignoriere ich die. Ja, dann gehst, wenn du es nicht irgendwie weiter willst, sich aufmerksam auf mich machen, dann ignoriere ich. Dann gehst du deinen Weg und kommst dann irgendwie aus dem Park auch wieder raus und hast sonst keine großartigen Erkenntnisse, irgendwas irgendwie wahrgenommen zu haben, außer diesen Leuten, die dir da den Weg irgendwie gequert haben. Und ich denke, du wolltest ja aber noch was trinken gehen. Ich denke, das darf dir auch gelingen dann. Auch ohne Probleme findest du ein geeignetes Opfer. Und dann steigen wir für heute, denke ich, aus mit dem Isaiah, der sein Opfer auslutscht. Vielleicht nicht tötet. Ich weiß nicht, wie Isaiah drauf ist, aber zumindest seinen Hunger stillt. Ich stille meinen Hunger. Und runter auf 1, ne? Genau, auf 0 ginge nur, wenn du tötest. Genau, ich möchte nicht töten. Ja. Und wir haben ein bisschen zumindest einen ganz kleinen Fortschritt bei Dr. Angela. Einen relativ großen Fortschritt bei Samantha und Andrew. Isaiah hat Chaos gestiftet. Und Bruce, ich weiß nicht, wie Bruce am Ende des Tages diesen Tag beschreibt. Immerhin ist er ja bis zu der Begegnung mit Sam ist ja alles gut gelaufen. Er hatte so eine Höhen und Tiefen. Genau, ja. Und wir werden beim nächsten Mal dann herausfinden, was das denn alles noch für so Konsequenzen hat. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mitgespielt habt und bei euch da draußen, dass ihr zugeguckt habt. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit dieser Runde. Macht mir sehr viel Laune. Und auch wenn die Gruppe an sich nicht so zusammen ist, man immer so einzelne Dinge irgendwie bespielen muss. Und ich hoffe, das ist auch für euch so okay, dass er immer nur so kleine Episoden hat in den 3 Stunden, die wir hier spielen. Das wird sich vielleicht noch ändern, aber wir lassen es da einmal ruhig angehen und momentan funktioniert es ja auch so, wie es funktionieren kann. Wenn sich Bruce nicht mehr so wehren würde, der mag uns einfach nicht. Er kennt euch einfach auch noch nicht. Das ist nicht, ich glaube, das hat Isaiah mit seiner Fahrt im Taxi und dem miesen Trinkgeld einfach für uns alle fest. Das war ein Keypoint. Aber ich muss auch sagen, mir hat das auch wieder tierisch Spaß gemacht, heute mit euch zu spielen. Und ich muss auch nochmal das sagen, was ich vorhin in unserem internen Chat geschrieben habe. Ich genieße das Pacing, was du machst, Quali. Vor allen Dingen, das selbst wenn ich nicht dran bin, wird es immer, als würde ich einen extrem guten Film gucken. Es ist immer, es passiert immer was einfach interessant ist. Ja? Wir wechseln von Deep Talk in Action-Situationen. Hat auch im vorhin im Chat hat es jemand auch geschrieben, wo wir einfach so wie in einem Film sitzen wir draußen im Auto, hören dem Deep Talk zu und dann kommt Bruce raus und dann geht's los. ich feiere das, echt. Ja, ich finde das auch sehr, sehr angenehm. Aber ich fand die Szene mit Dr. Angela auf dem Tisch sehr, ja, auch sehr, gut. Sehr prickelnd, ja.
im Wahlkampfbüro. Die Chaos-Szene natürlich. Aber ich fand auch das Gespräch, was Bruce mit Mr. Pranava geführt hat, sehr, sehr lustig. Ja, ob Bruce da weiß, worauf er sich da eingelassen hat, ich weiß ja nicht. Aber Geld, hey. Ja, ich bin sehr gespannt, wie in welche Richtung das Ganze weitergeht. Was ich vor allen Dingen an der Runde sehr interessant finde, ist, gerade weil alle so ihre einzelnen Sachen haben, kann ich als Spielleiter so ein bisschen langsam entdecken, wie, also man hat nicht das Übliche, die Gruppe muss irgendwie zusammenarbeiten, sondern jeder hat wirklich seine eigenen kleinen Interessen und man benutzt eher die anderen dafür, dass man das durchsetzt, was man haben will. Und das finde ich sehr Vampire-like. Also es ist mir bis jetzt auch noch nie so gelungen. Vielleicht kann man das irgendwie so, ich weiß nicht, ob das ein Patentrezept ist, erstmal die Leute zu separieren, aber zumindest, wenn ihr dann irgendwann zusammen seid, ich denke, ihr wollt dann auch alle zusammenarbeiten, aber aus den verschiedensten Gründen. Soweit können wir, glaube ich, übereinkommen. Absolut. Ja. Ich habe ganz massive Verwendung für Sam, für Andrew. Ja, sie auch mit dir, wie wir jetzt ja wissen. Ja. Für Bruce, wenn ich ihn dann kennenlerne, und für Angela sowieso. Ja, wie war das? Er war kurz ein bisschen neidisch, dass jemand anderes an diesem Bein entlang streichen darf. Und in der Hand verlieren. Nur ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen, ne? Und dafür keinen Haul kassiert hat. Ja. Ich habe direkt irgendwie vor die Füße gespuckt und bist du für einer. Weißt du, ist halt dieser Unterschied, wenn ich einfach an der Straße entlang gehe und bin mich objektifiziert. Das ist was anderes, als wenn ich mich aufreißend neben einsetze, meine Beine übereinander schlage und hübsche Augen mache. Verdammt. Hättest du mal warten sollen, ICR. Hätte ich mal warten sollen. Ja. Ich schaue noch mal kurz, wer denn noch jetzt hier noch so da ist. Es ist der Azrael ist noch da. Hallo Azrael. Dessen Namen ich immer falsch ausspreche. Avocado Badabodo. Keine Ahnung, was habt ihr immer für was, wie kommt man auf so ein Nickname? So, Commander Root, der ist da, der Drex ist da, Kaiser Carter, Krümelchen 76, Lucky Lucano, Mondschatten ist da, Positivity Bot, Schattenjäger, Steelhammer, VNK und Zanek über. Ich glaube, das heißt Zenkaiber. Zenkaiber, ja. Vielleicht, wer weiß. Keine Ahnung. Ist auch, wie gesagt, ist auch ein bisschen komisch, immer mit den Linsen das zu lesen. Das ist meine Ausrede jetzt. Die gilt. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, uns zuzugucken. Wir spielen, wenn alles klappt, in 2 Wochen weiter. Wann genau könnt ihr auf dem Nordpol erfahren? Da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Oder ihr folgt mir oder der Feramin auf Twitter. Die twittern das immer, Feramin twittert das immer nach, was ich da über unsere Runde so twitter. Manchmal aber auch tolle andere Sachen, deswegen lohnt es sich hier auch zu folgen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr jetzt am Sonntag wieder hier einschaltet, dann werdet ihr die andere Vampire-Gruppe, die V20-Gruppe, erleben dürfen, was sie mit Chicago anstellen. Und das wird dann wieder total anders werden als das hier, aber bestimmt auf ähnliche Weise chaotisch. Ja, und das Rambo von Helsing bekommt seinen großen Auftritt. Bestimmt, ja. Und wenn ihr das auf YouTube nachguckt hier, hinterlasst uns doch unter dem Video einen Kommentar, wie ihr es fandet. Wenn ihr das jetzt live guckt, könnt ihr auch später auf YouTube trotzdem nochmal einen Kommentar da lassen. Und ja, das. Also jeder Kommentar, den wir kriegen, der motiviert ungemein. Ihr wisst gar nicht, wie gut das tut, wenn man Kommentare lesen kann. Das Spielleiter leitet die auch immer direkt an uns weiter. Oh ja. Tja. Wir feiern das jedes Mal. So ist er. Gut, ich wünsche euch allen da draußen noch eine schöne Nacht, den Segen der Nacht und
dann verziehen wir fünf uns und lassen euch mit der Welt der Dunkelheit da draußen alleine. Schlaft schön. Gute Nacht, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.